Es könnten auch die Nachfolgen von Corona sein, ja, die Stresssituation, was auch immer. Und aber wir müssen fragen. Wir sollten nicht sagen, das ist es jetzt, final, aber wir müssen zumindest fragen. Und das machen die Medien nicht. Die lügen Das sich ja in die Tasche. ist ja dieses Ding, ne? Da ist ein Elefant im Raum, aber keiner fragt, wie groß ist der Raum. Aber zumindest sollte man auch mal, man sollte fairerweise, sollten beide Seiten anerkennen, lass es doch mal den Raum und den Elefanten angucken. Aber es gibt Leute, die wollen den Raum und den Elefanten überhaupt nicht sehen. Die sagen dann, ja, es ist irgendwie die Sommerhitze gewesen. Weißt du, da wird kategorisch gesagt, nein. Und die anderen sagen, es ist der Elefant, aber sie gucken gar nicht, wie groß ist der Raum. Habe ich letztens was Schönes gesehen. Du kennst ja dieses Spiel Tic-Tac-Toe, ne? Also Ja. ich und X und sowas. Also Ja, mit. war ich immer schlecht. So, und da stand oben drüber geschrieben, Think outside the box. Und hinten waren die drei X quasi mit dem Außen, mit dem X außen durchgestrichen. Ne? Das war der Gewinner. Wenn ich mir Okay. anschaue, da gibt es viele Varianten. Auf Google kannst du mal gucken. Think outside. Stimmt. Und da habe ich mir das angeschaut und dachte mir so, ja, die Idee ist geil, aber es ist halt falsch. Sofort gesehen. Weil was kommt vor dem X? Bei Box, das O. Es waren auch drei O untereinander. Und das wären die ersten gewesen, die gewonnen hätten. Das heißt, zum X wäre es gar nicht gekommen. Also, das ist dieses Ding. Man hat sich so versteift, ja, was auf diesen Elefanten im Raum, dass keiner mehr sich fragt, wie groß ist der Raum? Was ist, wenn der Elefant auf der Wiese steht? Genau. Ja? Und das Und ich ist. habe gesagt, ich sehe den Elefanten, aber wir müssen trotzdem gucken, ob er nicht vielleicht nicht so groß ist, wie man denkt. Ne? Ich halte den Elefanten schon wahrscheinlich, aber ich weiß es nicht genau. Aber ich stelle Vince die Frage, wir sollten mal gucken. Das ist schon ein Schritt weiter als die anderen, die im, sag ich mal, Mainstream sind. Ne? Weil die wollen den Elefanten ja gar nicht. Die wollen den nicht sehen, weil die wollen nicht, dass es der Elefant ist. Weil sonst würden sie wieder in den Abgrund gucken. Da hast du ja was mit mir gemacht, mit dem Abgrund. Ne? Jetzt hast du mich ja völlig da. Aber Und ich nehmen habe. wir dann auch zurück. Ne? Sie müssten sonst eben wieder in die eigene Fehlererkenntnis gehen. Und das scheint, es scheint heute unmöglich zu sein, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Das scheint heute unmöglich zu sein. Es ist Ist schwer. unser Ego so groß geworden? Es ist wirklich schwer. Ja, ich meine, das kriegst du ja mit. Ich meine, keiner, wir wissen ja, keiner liest oder schaut's, aber es ist die Zeitschrift mit der höchsten Auflage, also die Bild zum Beispiel, ne? Da sagte mal einer von wegen, Bild heißt ja auf Englisch auch Image. Und da sind wir sehr erpicht drauf, dass wir das Image aufrechterhalten. Auch wieder im eigenen Studium bin ich darauf gestoßen, dass ich zum Beispiel auch immer mal wieder Menschen gesucht habe, mit denen ich einfach mal ausgehen kann. Ja, einfach so. Also ob ich jetzt Mann bin, Frau bin, in Anführungszeichen halt. Ob ich geschminkt bin oder nicht geschminkt bin, ob ich als Mann im Kleid rumlaufe oder nicht, es sollte eigentlich eine Rolle spielen, wenn es jetzt nicht um was Sexuelles geht, sage ich jetzt einfach mal. Und es ist unglaublich schwer, mittlerweile geht's, aber es ist unglaublich schwer, jemanden zu finden, der sich das traut. Obwohl ich mit dem jetzt nicht Händchen halte, obwohl ich jetzt da nicht unter dem Tisch knie beim Essen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur mit mir irgendwo hingehen. Ja, und zu Abendessen beispielsweise. Da haben so viele Menschen Knoten im Kopf, die dann sagen so, boah, nee, könnte mich ja jemand sehen, ja, was soll die denken? Also die haben ein Problem damit, dass irgendeiner irgendwas denkt, was sie nicht wollen, was man von ihm Ja. denkt. Also das ist dieses Image, was wir da aufbauen. Ich nenne es auch gerne Maske, weil es ist wieder nichts anderes. Wir haben wieder eine Rolle eingenommen. Eine Maske ist eine Rolle. Ja, du bist zum Beispiel Architekt, das ist deine Rolle, die du übernimmst. Ja? Diesen Bereich übernimmst du. Gut, kann auch Berufung sein, aber im Endeffekt, du weißt, was ich meine. Ja? Und, oder du bist ein Priester und zu diesem Priester gehört dann diese Rolle. Und das erwartet jeder von dir. Der Arzt, der muss absolut, oder also, nehmen wir mal von mir aus auch einen Rechtsanwalt, ist ja jetzt egal. Ein Rechtsanwalt, der muss unbedingt Anzug tragen, sonst ist er nicht seriös. So, nur mal als Beispiel. Es ist völlig absurd, aber es ist so einfach, und wir wissen es auch alle, dass wir es anwenden, ohne dass es dafür eine festgeschriebene Regel gäbe. Also das ist dieses Image. Wir haben Angst, unheimlich Angst vor Gesichtsverlust.
So, und ich bin jemand, der ziemlich darauf pfeift mittlerweile. Gut, ich könnte mich jetzt auch hier ungeschminkt hinsetzen, das mache Ja. ich nicht, weil ich einfach denke, dass es auch schöner aussieht, wenn ich das nicht tue. Einfacher wäre es ohnehin, gar keine Frage. Aber ich möchte mich eben auch ein bisschen schön zeigen, wenn ich mich zeige. Das ist so die Intention, warum ich mich dann auch verändere. Aber jetzt im Alltag oder so, oder wenn ich auf Messen aufbaue oder whatever, teilweise auch auf Messen, wenn die schon auf sind und ich habe es noch nicht geschafft, mich umzuziehen oder mich zu schminken, dann ist es halt auch so. Da bricht mir jetzt kein Zacken aus der Krone. Ja. Und das ist halt, ich möchte das nicht überbewerten. Ja. Ich möchte es machen können, weil ich es will und nicht, weil ich es muss. Und das ist halt genau vielleicht auch der Grund, warum ich für mich sage, dass ich das nicht so auslebe, wie viele denken, dass man es ausleben muss. So von wegen, du musst immer als Frau leben. Also wo steht das denn? Also du bist nur da, du bist nur dies, sel und jenes, wenn. Also Schablonen, ne? Da sind wir wieder. wenn du dich nicht jeden Tag schminkst, dann bist du ja gar nicht echte Transe. Oder dann bist du ja gar nicht transsexuell. Oder dann bist du nicht bla, oder bist du nicht blub. Wie kommen die darauf? Also jeder, der so denkt, der ist herzlich eingeladen, mich kennenzulernen. Ja, wirklich. Auch dann treffen wir uns mal und so. Und dann gucken wir mal, was er dann sagt, wenn er mich ein bisschen besser kennt. Weil, also, das ist so schwer zu beurteilen. Ich könnte jetzt zum Beispiel, so, wir unterhalten uns jetzt ein bisschen, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie du dich da empfindest oder fühlst oder mit was und wo. Ich müsste jetzt erstmal fragen, auch verstehst du, was magst du so? Guckst du gerne Autorennen oder bist du eher jemand, der Fußball mag? Gut, okay, hast du vielleicht ein T-Shirt an, da kann Nach ich. meinem letzten Video nicht, nein. Das ist ganz klar für die meisten. Kann ich dann deine Musik vielleicht abschätzen, aber ich kann doch jetzt nicht hingehen und sagen, keine Ahnung, du magst Heavy Metal, dann flachst du auch das Huhn beim Mondschein und lässt es über die ausbluten oder irgend so eine Scheiße. Das ist Quatsch. Wieso? Du nicht? Okay, flacher. Nein, eigentlich solltest du dich ja, du bist doch der, der sich am besten selber kennt, aber natürlich, das ist auch natürlich, wir benutzen immer Schubladen. Und das sind die sogenannten Vorteile, das sind aber Vorurteile. Das ist gar nicht so negativ, wie immer gedacht wird, sondern du hast 10-mal eine Situation erlebt und du kannst nicht, dein Hirn kann nicht jede Situation immer komplett neu durchdenken und bewerten. Also musst du irgendwann eine Mustererkennung gehen. Und diese Mustererkennung ist ein Vorurteil. Und wenn 10-mal etwas passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es beim 11. Mal auch so ist. Das ist ein Vorurteil. Das wird immer so als negativ angesehen. Und natürlich, wenn man sich die Offenheit behält, das Vorurteil nochmal zu revidieren, ist es gut. Aber erstmal sind Vorurteile gar nichts Böses, ne? Und wenn ich jetzt überlege, So. sind wir denn frei davon, ich habe Angst vor einem Ruf zum Beispiel, ich habe überhaupt gar kein Problem mit dir zu quatschen, siehst du ja offensichtlich. Ich muss mir aber ehrlicherweise fragen, würde ich mich mit einem Horst Mahler treffen und mit dem quatschen? Das ist eine provokante Frage, ja? Oder mit, weiß ich nicht, oder mit einem Schäge, nee, das ist ein blödes Beispiel, er ist tot. Wenn dich mit ihm triffst, sind Guinness. Nee, aber weißt du, was ich meine? Also, sind wir wirklich frei davon oder würden wir irgendwo doch kalte Füße kriegen und sagen, das ist mir zu heiß, mein sozialer Ruf und so? Ich hab tatsächlich sogar, es gibt so einen Kanal, der, ich sag mal, ziemlich rechtsorientiert ist. Ja. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe mich irgendwann mal mit einem Skinhead hingesetzt und mal so ein bisschen Podcast aufgezeichnet und den hast du erst gar nicht gesehen. Ich habe den gar nicht veröffentlicht. Vielleicht mache ich das mal. Aber den hast du erst gar nicht gesehen. Und dann haben wir erst ein bisschen so über Erotik, Sexualität gesprochen und so weiter. Und dann habe ich die Kamera umgestellt und dann hast du in dem Moment gesehen, dass das ein Skinhead ist. Und das gibt ja vielen Leuten erstmal einen Schalter von. Also, was? Hier, Transe Skinhead, für die ist ja Skinhead Nazi und dann ist das ja sowieso alles. Und das ist halt, dann habe ich halt geguckt, okay, wie weit kannst du da noch gehen? Also kannst du vielleicht auch tatsächlich mit Leuten, die da irgendwie ziemlich nationalistisch sind und so weiter, kannst du da auch noch. Ne? Und das habe ich dann ausprobiert und das ist tatsächlich gescheitert, leider, weil ja dann halt ja, Umerziehungslager und solche Sachen sind dann da auch gefallen. Ne? Und obwohl ich eigentlich in vielen Punkten
nachvollziehen konnte, was die Intention dessen war. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da überall übereinstimme, das nicht. Aber ich kann einige dieser Punkte kann ich durchaus nachvollziehen, ja, warum man sich darüber Gedanken macht. Zum Beispiel unkontrollierte Einwanderung, Verlust der Kultur. Ja, das ist jetzt nichts, da geht es jetzt gar nicht um Nazi, Nicht-Nazi, National und wer hat das Recht nicht wo und sind wir nicht alle Teil der Erde und leben da drauf und können wir wählen. Du bist ja selbst jetzt nach Schweden ausgewandert, hast ja quasi aus deren Perspektive betrachtet einen Migrationshintergrund. Ja, ist ja so. Ist für mich spannend. Ich bin der Fremde jetzt. Ja, genau. Für mich ist dieser Perspektivwechsel gut. Ja, genau. Und das ist, deswegen kannst du das sogar vielleicht noch besser beurteilen als ich jetzt. Aber wo ich dann sage, okay, wenn wir jetzt alle nach Schweden auswandern würden, würden die sich wahrscheinlich auch irgendwann mal fragen, was das soll. Ja, ich nehmen wir mal, wir brauchen jetzt gar nicht mit Syrien und Ukraine und bla, das ist völlig irre. Mal ein anderes Beispiel, nehmen wir mal Mallorca. So, wie viele Leute leben in Mallorca? Oh, das, ich kann dir die Antwort nicht sagen, ich weiß aber, was da. Eine Menge, ne? Glaube ich. Also relativ viele, so wie ich annehme. Ne? Vor ewigen Jahren hat die Bild vielleicht schon von einer geholt, ich weiß nicht, hat die Bild-Zeitung mal getitelt, dass es eventuell Pläne gäbe, ob man nicht Mallorca als nächstes als abkaufen würde, Spanien, als Bundesland. Stand mal, ich glaube, in der Bildzeitung. Das muss aber irre lang eher sein. 30 Jahre, 35 Jahre, weiß ich nicht. Wo du das gerade sagst, fällt mir das ein. Ernsthaft jetzt. Ja, man kann mal recherchieren, also für den interessierten Zuhörer, Zuschauer, auch die natürlich, ja. Kann man mal recherchieren. Werde ich vielleicht auch im Nachgang mal machen. Interessiert mich jetzt auch. Ja, ist tatsächlich, also und wenn die sich dann Gedanken darum machen, ja, dass aus ihrer schönen Umgebung da was gemacht wird, was nicht so schön ist, dann ist das doch nachvollziehbar. Ja, ja, ja. Also das ist das, was ich nicht so verstehe. Ich meine, ja, klar, Friede, Freude, Eierkuchen und wir können überall, jeder sollte überall leben können. Ja, natürlich. Aber dann doch bitte so, dass man auch ein Teil davon sein möchte. Also ich nehme mal an, dass du Schwedisch lernst aktuell. Ja? So. Zu wenig leider, weil ich so viel arbeite, aber im Dezember mehr, ja. Ja, so. Und weil du aber, ich meine, du hättest ja jetzt auch sonst wohin gehen können, aber dann möchtest du ja auch ein Teil dessen werden, ja. Und du bist auch interessiert, du hast ja vorhin gesagt, was du da zu dir nimmst, ja. Du möchtest ja auch diese Kultur oder auch diese Bräuche und so weiter, möchtest du ja auch kennenlernen. Ich gehe filmen für die Community. Wahrscheinlich schon morgen und auch am 13. Aber ich will das auch. Da muss man fairerweise sagen, es gibt eine Menge Leute, die wollen es nicht. Die wollen unter sich bleiben und die scheißen drauf. Ich will's, weil ich ja immer gesagt habe, so stelle ich mir Integration vor. Ich will das vorbildlich selber machen, wie ich es erwarten würde. Es gibt eine Menge Leute, die interessiert es gar nicht. Und es gibt eine Menge Leute in Deutschland, die interessiert es nicht. Das ist leider ein Problem, finde ich. Ja. In dieser Form, aber als, wie gesagt, kann immer, ich gehe gerne vom ironischen Sektor aus, da bin ich halt echt viel unterwegs gewesen auch. Ich hätte auch immer auf Transpartys gehen können, wo meinesgleichen ist. Ja. Bei mir wollte ich aber nicht, weil das ist diese, so wie ich sie jetzt zum Beispiel auch mit anderen Kulturen oder anderen Nationalitäten, das empfinde ich irgendwie als Ghettobildung. Ja? In irgendeiner Form, ich beschreibe das jetzt nur so, dass ich den Begriff. Aber wenn ich nur auf Partys gehe, wo Leute sind wie ich, verpasse ich doch alles, was sonst noch so gibt. Weil ich möchte ja von auch normalen Menschen anerkannt werden. Weißt du? Also tatsächlich, ich möchte jetzt nicht verfolgt werden, dass ich so rumlaufe. Ja, ich bin ganz froh, dass man so rumlaufen kann. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, ist das nicht so der Punkt, wo man sagen könnte, das ist schon schön, dass man das politisch gemacht hat? Oder dass man vielleicht dieses Bewusstsein dafür auch geschaffen hat? Ja, absolut. Also so weit würde ich gehen. Ja, weiß ich aber nicht, ob das was ist, ob das von der Politik kommt oder ob das eher von den Menschen kommt, die es einfach machen. Ja. Da muss ich was Provokantes sagen. Ich finde es gut bei einer Person wie dir. Weil, und jetzt sag ich mal was ganz Hartes, du hast eine Identität und
du kommst mir normal vor, weißt du, was ich meine? Aber jetzt gucke ich mir eine Menge Leute in dieser Szene an, die da einen riesen Aufruf machen politisch. Und ich gucke mir die an und ich sage, ich sehe, die haben, ich will das nicht so hart formulieren, ich sehe, die haben psychische Probleme. Die sind nicht so abgeklärt. Und der Punkt ist, dass die Politik die für erstrebenswert, normal und anerkennenswert erklärt. Das sind die aber nicht. Das sind, in der Szene sind meiner Ansicht nach eine Menge Leute, die wirklich harte psychische Probleme haben. Das sind völlig andere Menschen als du, würde ich behaupten. Oder die ganzen Schwulen, die ich kenne zum Beispiel, ja, oder die Lesben so. Das sind völlig normale Menschen halt. Aber die gehen auch nicht hin und wollen, dass deren Weltbild für alle anderen übertragen wird, sozusagen. Und die gehen auch nicht und stellen sich jeden Tag in die Kneipe und sagen, ich bin übrigens lesbisch. Das machen die nicht. Nein, wir sitzen schön in der Kneipe zusammen, trinken schön zusammen und haben einen tollen Abend. So, das war's. Aber die wollen nicht andere umerziehen. Und die wollen es nicht politisieren. Und das macht für mich einen ganz großen Unterschied. Und ich bin wirklich der Meinung, du siehst, und ich glaube, das kannst du bestätigen, dass wenn du gerade die Leute, die wirklich ein Identitätsproblem haben und die wirklich auch Probleme mit ihrem eigenen Körper haben, die das auch wirklich umoperieren wollen, wirklich. Gibt da auch prominente Beispiele auf YouTube sozusagen. Das sind Leute, denen finde ich, muss man helfen. Aber die gehen auch nicht raus und geben einen Haufen vor die Füße, weißt du? Und da ist der Unterschied. Es gibt eine Menge oder es gibt Fälle, die sind echt und die sind wichtig. Aber es gibt eine ganze Menge Fake-Fälle, die das denken, weil sie pauschal, sage ich mal, einen oft an der Waffel haben und das voll ausleben. Und wenn ich mir zum Beispiel diesen. Hast du nicht auch Kim Dell-Hol-Rachoreison angucke, dann sage ich, der Typ hat psychische Probleme. Das Ding ist ja, Schwere, ne? weißt du, das ist ja dieses, das ist ja auch wieder das Schwierige. Die haben das jetzt, der ICD-10, das wäre ja dieser Gesundheitsschlüsselkatalog der WHO. Da gibt es jetzt einen neuen, der ICD-11. Und in diesem ICD-11, ich weiß gar nicht, ab wann der gilt, ich glaube ab 25 oder sowas. Bin mir nicht sicher, müsste jetzt auch nachschauen. Und in diesem ist diese Transsexualität, das ja sowieso, komme ich gleich nochmal drauf, seltsames Wort ist nochmal, ist quasi gestrichen als geistige Störung sozusagen, ja? So. Psychische Krankheit, so nennt sich es, glaube ich. Jetzt habe ich da so ein bisschen ein Problem mit, weil ich mir denke, Moment mal, wenn die jetzt also sagen, sie sind im falschen Körper, also diese in Problematik haben und das nicht mehr krank ist, wieso kriegen die dann eine Brust-OP bezahlt? Zum Beispiel. Ich habe ein bisschen ein Problem, das als krank zu bezeichnen. Ich weiß nicht, ob ich das als Krankheit bezeichnen würde. Ich würde sagen, die haben psychische Probleme in dem Sinn, dass es sie belastet. Aber ist es eine Krankheit? Was ist keine Krankheit? Also wenn du dir den ICD-10 mal anschaust, fällt es dir schwer, dich nicht zu erkennen. Das ist tatsächlich, ist da so ziemlich alles drin, was wir als Normalzustand beschreiben. Also wie Wehchen am Knie ist schon krank. Und wer von uns wäre denn also folglich nicht krank? Das ist ja jetzt nun mal eine medizinische Sache. Ja? Und krank heißt ja auch nicht böse oder falsch oder das ist halt auch so ein stigmatisiertes Wort. Sondern es ist ja ein Zustand, der für einen selbst auch nicht ganz zufriedenstellend ist. Also wir wollen ja nicht krank sein. Ich kenne keinen, der sagt, ich bin gern krank. Ja. Und ich hätte zum Beispiel auch gerne nicht eine Identitätsproblematik. Ich hätte auch gerne nicht Rückenschmerzen und so weiter. Ja. Und ich habe da so ein bisschen, ich weiß nicht. Das ist halt so skurril, dieses Thema, auch dieses transsexuell. Transsexual ist im Prinzip, Sex ist ja in Englisch Geschlecht. Von daher ist dieses transsexuell eigentlich ja, wenn man es englisch betrachtet, richtig. Also trans Format des Geschlechtes. So. Ich sage auch immer Transe. Ich bezeichne mich ja als Transe. Ne? Erstens mal, weil ich dann für viele Menschen, die mir begegnen, einfach die Schwierigkeit rausnehme, weil ich ihnen die
quasi pauschal die Option biete, dass sie es auch so nennen dürfen, ja, ohne dass ich jetzt völlig ausraste, weil ich mache es ja auch. Zum anderen bezeichne ich das aber so, weil es für mich etwas ist, was mit Transformation zu tun hat. Also tatsächlich Trans ist für mich die Abkürzung für Transformation und nichts anderes. Deswegen, du hast nämlich vorhin gesagt, Mann, Frau und sonst gibt es nichts. Ja, das ist richtig, biologisch ist das wohl so. Ja. Da gibt es noch diese Hermaphroditen, ja, also Zwillinge. Da muss man sich halt letztlich dann die Frage stellen, auch das hatte ich bei Nikola erwähnt, ob das Ganze dann auf natürliche Art passiert ist oder ob da nicht irgendwie ein menschlicher Einfluss dazu führt. Aber das ist so ein geringer Teil, dass sich das wahrscheinlich kaum lohnt. Die Frage ist, selbst wenn man wüsste, warum, es gibt sie und solange es sie gibt, muss man halt überlegen, wie geht man damit um? Das ist wie mit allen anderen auch. Ja? Es gibt korpulente Menschen, es gibt magersüchtige Menschen und man muss sich immer die Frage stellen, wie geht man mit denen um? Gesellschaftlich auch. Und naja, dann halt diese ganzen Begrifflichkeiten. Transident hat sich dann so ein bisschen mehr etabliert in den letzten Jahren in Deutschland, was ja ziemlich, also im Deutschen auch ziemlich nah dran ist. Transident, man hat also eine Identifikationsproblematik, das ist es ja letztlich auch. Ja, dieses sexuell passt da eigentlich gar nicht rein. Ich mache ein Beispiel. Nehmen wir mal an, jemand ist homosexuell. Ja, dann steht er im Außen auf das gleiche Geschlecht wie das eigene biologische. Ja. Beim heterosexuellen Menschen ist es im Außen das gegenteilige Geschlecht, in dem Fall Mann, Frau. So. Bei transsexuell, tja, da geht es nicht ums Außen, da geht es ums Innen. Das ist ja der Witz daran. Also das ist ja völlig, völlig umgedreht in dem Moment. Deswegen passt das eigentlich auch so überhaupt gar nicht bei uns in der deutschen Sprache da rein. Deswegen wehren sich auch wahrscheinlich viele Betroffene gegen diesen Begriff transsexuell und verwenden quasi eher transident oder andere Begriffe etc. pp. Was ich sehr schwierig finde, sind diese anderen Dinger da. Trans, intersternmännlich männlich und genderfluid Da wollte ich nämlich genau darauf hin gerade. das dachte ich mir schon. Ja. Letztens sagte jemand zu mir, sie ist genderfluid und ich gucke sie so. Wirklich? Also so. Also, du bist Flüssigkeit. So gesagt, ja. Die musste selbst lachen, weil diese. Also ich war fassungslos. Ich war klar, dass es das gibt und das, ne, aber ich hätte, dass ich jemanden treffe, der das zu mir sagt. Und das, ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Ich möchte an den Punkt mal. Und zwar, ich glaube, dass es wenige Menschen im Schnitt gibt, die eine Identitätsproblematik oder eine Problematik mit dem Körper haben. Und über die nachzudenken, für die etwas zu schaffen, finde ich wichtig. Das nehme ich ernst, habe ich auch immer in meinen Videos betont. Genau. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, na, ich will das böse Wort nicht in den Mund nehmen, aber sagen wir es mal so. Ich verspüre eine Neigung, dass bei der Politik die einfachen und guten und echten Dinge ins Gegenteil verkehrt und ins Aberwitzige geführt werden für politische Zwecke. Und das sehe ich auch bei dieser Problematik. Deshalb sage ich auch, das habe ich brutal gesagt, man muss manchmal den Leuten sagen, sorry, aber du hast einen an der Waffe, lass mich mit deinem Kram in Ruhe. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Leute wie dich nehme ich ernst, weil ich die Problematik glaube zu verstehen. Aber wenn mir einer kommt und sagt, ja, ich bin ein Pet, ich bin ein Wolf und und bin der Alpha eines Rudels, dann sage ich, nee, da hört's auf. Natürlich muss man klar sagen, wer bin ich, dass ich die Grenze ziehe? Wo ist das klar? Das ist natürlich auch immer dieses klassische Argument, du kannst ja gar keine Grenze ziehen. Alles ist ja relativ. Ja, aber wenn man sich darauf einlässt, ist es wieder schwierig. Und bei solchen Leuten will ich muss und sagen, ey, sorry, aber du hast eine Waffel und deine Psychose Es ist nicht lebt alles. dir aus, aber lass mich in Ruhe damit. Entschuldigung, Hart dass gesagt, ich einschreiten ja. muss, aber es ist nicht Ja. alles relativ. Deine Grenze ist nicht relativ und die definierst du, sonst gar keiner. Punkt. Ja, okay, genau. Aber die Argumentation ist immer, du kannst das gar nicht, genauso wie mit Identität kannst du gar nicht definieren und hin und her. Das ist ja immer dieses Beliebigkeitsargument, alles ist eh relativ, also hast du nie recht, wenn mit dem, was du sagst. Und der Punkt ist halt, an der Stelle sage ich, ey, wenn du das willst, mach das. Ist okay für mich. Wenn du da Bock drauf hast, lauf in dem Hundekostüm rum, super. Habe ich gar kein Problem mit, aber geh nicht hin und verlange von mir, dass ich sage, das ist normal. Da sage ich, nee,
Du hast eine an der Waffel, aber du darfst eine an der Waffel haben. Ich habe auch eine an der Waffel. Das ist okay. Aber erzähl mir nicht, das wäre die Realität. Das ist Ne? halt genau das. Das ist halt genau das, den anderen auch sein lassen können. Es gibt natürlich auch da wiederum Grenzen, ja. Also wenn der jetzt im Hundekostüm rumrennt, soll er rumrennen, ja. Wenn das Ganze jetzt natürlich auf einem Kinderspielplatz passiert und so weiter und so fort, oder dann auch Handlungen stattfinden, die da vielleicht ins Sexuelle reingehen, da ist zum Beispiel auch der Punkt, da muss eine Grenze sein, ganz klipp und klar. Muss sein, weil es eben da eben um Schutzbefohlene geht, in Anführungszeichen. Auch das ist übrigens ein sehr interessantes Wort, kann man drüber nachdenken. Aber das ist so, ich laufe auch schon sehr provokant rum. Ich war jetzt, wie gesagt, in Hamburg und so weiter, und ich war unterwegs, war auf der Messe natürlich, und da hatte ich so einen Rock an von so einem Label. Das war hinten so mit so einem durchsichtigen Mesh quasi, also mit so einem, wie heißt Ich das? kenne sowas, ich bin Mera Luna-Besucher gewesen früher, ich kenne da alles. So, und er hatte halt hinten dieses durchsichtige Stöckchen da, ne? Und da hatte ich halt Ja. drunter ein Höschen, wo so verschiedene Bänder so waren. Das sah natürlich toll aus. So, auf einer Messe kannst du sowas auch problemlos machen, gar kein Thema. So, jetzt bin ich halt damit aber doch durchaus nach der Messe noch ausgegangen. Was schon sehr provokant ist. Aber ich muss, erstens mal war es schon 23 Uhr durch. Zweitens mal war ich damit auf der Reeperbahn unterwegs, und da bist jetzt bei weitem. Da fällst du halt trotzdem auf, ja, aber du bist jetzt da nicht der, fällst da nicht aus wie ein Fetischist unter den Waisenknaben. Und das sind halt auch keine Kinder mehr unterwegs. Und das ist einfach so das, wo ich sage, okay, da einfach so eine Grenze zu ziehen, ja, bis wohin? Also würde ich tagsüber normalerweise irgendwo nicht machen. Also wahrscheinlich auch nicht auf der Reeperbahn. Ja. Aber das muss halt immer. Das ist sehr schwierig zu finden. Also da gibt es Leute, die völlig Grenzen überschreiten. Und da habe ich jetzt, weil Das du. ist Programm. Ich glaube, Ja. das ist Programm, die Grenzen komplett zu erodieren, die du setzt nämlich. Andere wollen die bewusst, die Politik will sie erodieren und dir sagen, du hast das zu akzeptieren, das ist jetzt nur deine Normalität, weil wir es sagen. Das ist uns auch Gewalt, finde ich. Ne? Jetzt muss ich mal ganz offen fragen, wie. Achso, und konkret, kann ich, soll ich, darf ich oder möchtest du auch mal über das Thema Sexualität sprechen? Weil ich habe da eine ganz spannende Geschichte zu dem Thema Petplay tatsächlich. Das nennt sich ja so. Ich bin ja viel unterwegs. Die mir vor kurzem begegnet ist. Und ja, gut, ich packe da so ein Stück weit wieder aus, was ich so denke oder was so. Mach mal, solange wir nicht gesperrt werden, ist mir das egal. Das kannst du nicht garantieren. Mal gucken. Probieren wir's. Auf jeden Fall hat mir jemand erzählt, dass er irgendwie eine transsexuelle Freundin hatte. Und also es könnte auch ein Hirngespinst sein, muss ich vorwegnehmen. Ja. Dass das nicht missverstanden wird. Ich bin nicht so naiv und glaube alles, aber ich gebe das. Und er hat eine transsexuelle Freundin gehabt, die sich irgendwie, keine Ahnung, die wollte gerne Hündin sein. So. Und das ging aber dann nicht nur so weit, dass er da irgendwie mit der so ein paar Spielchen gemacht hat, sondern die wollte sich auch operieren lassen. Warte, ich bin jetzt gerade verwirrt. Transsexuelle Freunde, heißt das jetzt mit oder ohne Glocken und Turm? Um Game of Thrones mal zu zitieren. Das war wohl komplett, sie war wohl komplett operiert. Ja. Ja. Und wollte deswegen irgendwie Hündin sein, keine Ahnung. Also das ging dann noch weiter. Also da ging es nicht nur um OPs, also wirklich Amputationen und sowas, ne? Also richtig, was der mir so erzählt hat dann. Sei mal dahingestellt, ich gehe davon aus, das stimmt eh nicht. Und das irgendwie. Und dann wollte die irgendwie auch Verkehr, dann irgendwie so. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, denken, worum es geht. Und was ich faszinierend, also ich fand das faszinierend. Irgendwas da dran war für mich faszinierend. Abstoßend auf jeden Fall, muss ich sagen, weil das ist also für mich über jegliche Grenzen, über jegliche meiner Grenzen hinaus. Aber irgendwas da dran hat mich gereizt. Jetzt ist so der Punkt, muss ich rausfinden, was hat mich gereizt. Tatsächlich. Weil dieses Thema stößt mich ja ab. Reizt es mich. Und irgendwie, ja, das ist seltsam. Das funktioniert nicht. Und dann fange ich dann an zu eruieren und gehe da ganz tief rein. Das dauert bei mir teilweise 3, 4 Tage.
wo ich dann intensiv darüber nachdenke oder mit Freunden auch darüber spreche, die glücklicherweise auch sehr offen damit umgehen können. Und dann habe ich festgestellt, wow, okay, das Thema, was mich gereizt hat, war diese Ausweglosigkeit, die das beinhaltete. Also jetzt quasi nur mal in diese Lage hineinversetzt, dass man sich Pfoten operieren lässt. Ja, ich bin ja da selbst überhaupt nicht für. Aber dann bist du abhängig von jemandem. Und das kann ich aus einem sexuellen Kontext heraus betrachtet, da kann ich einen Reiz nachvollziehen. Ja, wie zum Beispiel in diesem Fetischbereich mit Dominant und Devot. Ja, der eine fesselt den anderen und so weiter. Klar. Ja. Und der gefesselt werden möchte, der empfindet ja Vergnügen daran, dass er quasi nicht die Kontrolle hat in diesem Moment. Und das ist das Gleiche, nur viel, viel, viel weiter gedacht. Ja? Also, dass er quasi gar nicht mehr die Kontrolle erlangen kann. Und das war genau das, wo da war mein Reiz an diesem Punkt, weil ich eben auch zum Beispiel gerne gefesselt werde, ja. Aber auch im nicht sexuellen Kontext. Also es gibt ja Shibari Bondage, wo das auch eine Kunstform ist, ja, mit an und so weiter. Das ist was ganz anderes nochmal. Und das war das, was mich an dieser Geschichte so gereizt hat. Aber da habe ich 4 Tage gebraucht oder 5, bis ich das verstanden habe. Und jetzt stelle ich mir vor, dass Menschen da nicht so weit denken. Und dann kommen die eben genau auf solche Ideen, ja, man könnte ja und man sollte ja. Und Und dann lassen sie sich mit 13 operieren. genau, Und später erschießen sie sich. Genau, das ist ein krasses Beispiel, aber so ist es. dann Portale, ja, wenn, ich meine, also gehen wir mal nur mal in die Theorie, ja, jetzt macht diejenige das, wirklich, und der Partner verstirbt. Also ich meine, versuch mal als Transmensch oder was auch immer, versuch mal einen Partner zu finden. Das ist schon schwer. Hundenpartner zu finden, wenn du kein Hund bist. Also so, ich kann das gar nicht, du merkst ja, ich ringe mit Worten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das bringt uns auch wieder zu dem Punkt, und jetzt ist wieder ein ganz krasser Punkt. Müssten wir uns verpflichtet fühlen, andere vor sich selbst zu schützen? Freier Wille. Und könnte man das uns, Schwurblern, die die Spritze nicht wollen, nicht genauso sagen? Das wird verdammt schwierig, das Thema dann. Ja, aber das sind so genau diese Dinge, über die wir eben so, du wahrscheinlich auch für dich alleine, immer mal wieder drüber nachdenken. Ne? Wie weit ist es okay und ab wann ist es eine Gefahr für sich und für andere und wann musst du eingreifen und wann sollte wer wie und sollte man überhaupt das Recht haben, als Außenstehender da eingreifen zu dürfen Absolut. Ich bin auch von Haus auf jemand, der, das ist mir aber auch später aufgefallen, viel später, wenn es irgendeinen Streit gab oder so, dann habe ich immer eine Stunde nachgedacht. Ich habe mich in die Lage desjenigen versetzt, in meine eigene. Nach einer Stunde kam ich dann früher auf den Punkt, Alter, war das voll unverschämt. Da war das natürlich eine Reflexreaktion zu spät. Was mir aber bewusst geworden ist, viel später ist, dass ich immer ganz viel reflektiert habe aus verschiedenen Perspektiven. Und deshalb so langsam war, weil ich das durchdacht habe. Später war ich dann schneller und habe dann gleich zurückgebrüllt. Lerneffekte im Leben, so. Aber ich bin ja auch Coach und diese Selbstreflexionsgeschichte, die ist eben eine ganz spannende, weil wenn du dich, sag mal, klingt ein bisschen spirituell, aber es ist eigentlich, wenn du dich selber erkennst, hast du die Chance, dich zu ändern und verstehst dich auch selber besser. Und viele Leute reflektieren sich gar nicht selbst. Und das ist gar nicht so unproblematisch. Weil die dann zum Beispiel auch einfach, die haben zum Beispiel Hass und Wut und Aggression in sich und wissen gar nicht warum. Und sie leben es aber aus. Du kannst den Weg immer nur ändern, wenn du dich selbst erkannt hast, sozusagen, ne? Und wie sagt man so schön, wer bist du ohne die Geschichten, die du über dich erzählst? Ja, es ist tatsächlich, es hat ja auch wieder was mit Identität zu tun in dem Ja, Moment. deshalb finde ich das Thema eh spannend. Ich versuche viel zu reflektieren. Ich sage nicht, dass ich immer reflektiert bin, aber ich erwische mich auch manchmal, was ich sage, ist. Hast du dich, da bist du so sauer geworden eben. Warum eigentlich? Warum bist du jetzt, was hat dich in der Situation so auf die Palme gebracht? Warum eigentlich? Und da mal drüber nachzudenken, kann einem manchmal auch helfen, sage ich mal. Okay, ich schwurbel da ein bisschen aus dieser psychologischen Ecke, weil das eben mein Ding ist durch meine Coach-Ausbildung. Aber ich frage dich mal, wie viele Leute sich nur so viel reflektieren. Guck dir die ganze Corona-Lage an, frag dich, wie viele Leute reflektieren sich in irgendeiner Weise selber in der Situation? Und
Deshalb sage ich auch, diese ganze Vergebungsdebatte oder diese Aufarbeitungsdebatte, die scheitert an der Stelle, dass wir darüber nachdenken, wir im Sinne von nicht du und ich, sondern wir im Sinne von Leute, die wie ich ticken und die zu Grundrechtsdemos gegangen sind, etc. Aber die Wahrheit ist, dass die anderen da gar nicht drüber nachdenken, wahrscheinlich. Wir können uns da voll den Kopf drüber zerbrechen, aber die anderen sind da noch gar nicht, die reflektieren das gar nicht. Die denken da überhaupt nicht drüber nach. Von daher ist diese Diskussion vielleicht auch völlig obsolet. Fürchte ich. Und das hast du wahrscheinlich in ganz vielen Bereichen, ne? Naja, das sehe ich tatsächlich auch so. Also, ich bin momentan nicht mehr so viel auf Veranstaltungen unterwegs. Das hat auch tatsächlich damit zu tun. Ich war vorher auf 300 Veranstaltungen in 2 Jahren oder so. Also, wo immer, ja, immer und überall zu sehen. Und mittlerweile mache ich das gar nicht mehr, weil ich mir denke, so, nee, ich sehe mich da auch nicht mehr. Ich hatte irgendwann, in den letzten 2 Jahren, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf Menschen. Und ich bin jemand, ich bin eigentlich sehr nah am Menschen, ich bin sehr kommunikativ, ich bin gern unter Menschen, ich lerne unheimlich gern andere Leute kennen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben entdeckt, ich habe keinen Bock mehr auf Menschen. Ich hatte wirklich keine Lust mehr auf Menschen. Ich habe festgestellt, ich arbeite jetzt im Homeoffice und gefällt mir jetzt viel besser als früher. Auch eine komische Wandlung, wo ich noch nicht weiß, ob ich das gut finden soll oder nicht an mir. Aber inzwischen finde ich es bequem, ohne andere Menschen um mich herum und sie nur online zu sehen. Was sagt das über mich selber? Muss ich noch selber drüber nachdenken? Aber das hängt auch mit der Situation zusammen, ne? Dass man irgendwie, oder ich war irgendwie von dieser ganzen, ich sag's mal jetzt hart, wie ich es gesehen habe, mag Arroganz sein, aber dieser ganzen Dummheit um mich herum, war ich übersättigt. Ja. Bin ich auch heute noch, wenn ich nach Deutschland komme, wenn ich wieder sehe, wie die alle rumlaufen, da fällt mir immer ein Draht aus der Mütze, ne? Weil ich den Vergleich habe. Ich bin in der Außenperspektive, weißt du, da, hier ist alles anders und du siehst, ja, das Leben funktioniert auch anders. Du kannst nicht sagen, das ist der Weg in Deutschland, weil es gibt auch andere Wege. Ich Das sage ja ist nicht, dass es das richtig ist, aber es gibt andere Wege und das wird in Deutschland konsequent weggeleugnet. das Lustige, weißt du, wir machen uns ja um die ganze Welt Gedanken, aber immer nur, wenn was schiefläuft. Wir machen uns keine Gedanken, ob die, was weiß ich, irgendein Stamm in Uganda das interessiert, ob da Corona ausbricht oder nicht. Da macht sich keine Gedanken drüber. Oder ob die auch brav ihre Steuern zahlen oder. Ja, das, ich will jetzt dazu gar nichts aufrufen, aber das ist so, für uns sind diese ganzen Sachen unabdingbar. Das ist so indiskutabel. Na, natürlich mache ich das und natürlich muss ich das und Ja. wie kommen wir denn auf sowas? Ja. Ich sage immer, der Deutsche ist so drauf, der sagt, die Regeln können ruhig falsch sein, aber die Regeln müssen befolgt werden. So habe ich das Gefühl, das ist der Deutsche. Die Regeln müssen auf jeden Fall befolgt werden. Wurde ungefähr vor 1 Woche wurde mir ein angebliches, ich habe es noch nicht geprüft, aber ein Bismarck-Zitat, wie war das? Gesetze sind wie Bratwürste. Keiner will wissen, wie sie entstanden sind. Ich würde es unterschreiben. Ich weiß nicht, ob es von Bismarck ist, aber ich würde es unterschreiben, ja. Vielleicht Tatsächlich. war es auch nur der als humoristische Einlage gemeint, dass es von Bismarck ist. Ich weiß es nicht, aber man möge mich da korrigieren. Kann der Kommentarbereich machen. Ja, genau. Das ist sowieso, ich werde da, das kann ich schon mal ankündigen, für die, die wirklich, ja, nach boah, fast 3 Stunden haben wir ja, ne, die noch so tapfer Tatsächlich. sind. Ich werde mir Mühe geben, dass ich auch antworte auf die Kommentare, so wie ich es eben bei Nikolai auch immer noch mache, weil das Feedback ist tatsächlich etwas, wovon wir, wenn wir sowas tun und mit so einer Nachricht rausgehen, in irgendeiner Form unglaublich wachsen können auch, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was du selbst gespürt hast, oder? Ich bin auch eben mit der Meinung, ich meine, ich will mich da, ich bin nicht der Engel, ich rede auch über Leute, aber es ist vielleicht auch mal ganz gut, nicht nur über Leute, sondern mit Leuten zu reden. Ja, wie gesagt, mir wurde auch schon 2, 3 Mal vorgeworfen, so, ja, du pauschalisierst, das ist ja klar, wie soll ich auch über einen Themenkomplex Wir reden, pauschalisieren immer. dass ich pauschalisiere, das ist, also, ich kann jetzt nicht sagen, Transe XY hat da und dann, dort und das, am besten noch mit Adresse und Telefonnummer. Natürlich muss man pauschalisieren und natürlich wirst du dann auch leider immer mal wieder Menschen in einen falschen Topf hinein oder die fühlen sich dann da angesprochen, die sind aber vielleicht auch gar nicht gemeint. Andererseits bin ich auch so, dass ich sage, wenn sich einer gekitzelt fühlt, wird es einen Grund haben, warum er sich gekitzelt fühlt. Weil du ja einen Triggerpoint bei ihm dann hast du irgendwo. Genau, ich bin ja im Prinzip nur der Auslöser, ja? Aber Und da die muss er eigentlich über sich selber nachdenken.
Das Thema hat er Müsste er, ne? Thema hat er ja schon. Genau. Er hat das Thema ja vorher schon, genau. Es wird nur ausgelöst durch dich, sage ich mal. Das ist dieses Ding mit dem Scheinwerfer in diesem Schrank, was ich da vorhin gesagt habe. Genau. Und ich mache halt, werfe halt nur mal ein bisschen Licht rein. Genau. Und das kann halt passieren. Ja, das passiert mir ja auch in meinem Leben immer mal wieder, dass Menschen mit Themen auf mich zukommen, wo ich mich dann reiben muss erstmal. Das ist, glaube ich, völlig normal. Das gehört halt auch dazu. Und da eben den Punkt zu finden, dass man da, ich sag mal, cool bleibt. Das klingt jetzt wieder ein bisschen blöd, ne? Cool, kühl. Ja. Ja, die Mischung eben aus Logik und Mitgefühl und auch mal was stehen lassen können und trotzdem nicht seine eigene Meinung verraten muss. Ich glaube, das ist so eine ganz schmale Gratwanderung. Mhm. Ne? Ja. Eigentlich will ich ja Recht haben, weil eigentlich will jeder Recht haben, würde ich jetzt mal behaupten. Und mir wäre es aber lieber, wenn ich nicht Recht hätte. Ja. So, und das ist so, ja, das ist. Und dann halt noch zu gucken, okay, wer bin ich denn da selbst, wo stehe ich denn da, an welchem Punkt? Und das ist halt so, stell mir gerade vor, wenn ich diesen, also ich habe immer wieder, ich habe das vorhin vielleicht gar nicht konkret geantwortet, aber ich habe natürlich immer wieder wechselnde Phasen auch, so wie jeder Mensch eigentlich, würde ich sagen. Ich habe Phasen, da geht es mir sehr gut, ich habe Phasen, da geht es mir ein bisschen weniger gut, auch emotional. Und da frage ich mich natürlich schon, ne? Gerade dann guckst du wieder Bilder von anderen und dann hast du so Instagram-Momente, wo du denkst, so, boah, toll, das könnte ich eigentlich sein, ne? Wenn ich das und dies und sel und jedes täte und tüte und was weiß ich was, ne? Und da muss man echt ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, das ist echt so die Gefahr, dass man da hin und wieder abrutscht in sowas. Und da standhaft zu bleiben und zu sagen, nein, das mache ich nicht, weil, ja, also jetzt mal ganz konkret in meinem Beispiel, wenn ich mir überlege, dass ich da jetzt alles Mögliche anwenden könnte, um meinem eigentlichen Wunsch näher zu kommen. Mhm. Also selbst nur in der Fiktion näher zu kommen, sage ich jetzt. Mhm. So, gut, Haare, okay, würde funktionieren irgendwie, da gibt es OPs, Brüste würde gehen, Intimbereich würde gehen, so, Füße, ja, Schuhgröße 47, würde auch gehen, man kann die auch kleiner machen. Aber wie hoch ist die Gefahr, dass du dann gar nicht mehr laufen kannst, zum Beispiel? Boah, man kann die Füße klären. Entschuldige, aber ich muss an dieses Märchen denken, wo. Es gibt Märchen, wo dann die Zehen abgetrennt werden, damit die in die Schuhe passt. Das fällt mir gerade dabei ein, das ist ein gruseliges Thema. Und Füße kleiner machen finde ich gruseliger als alles andere, gerade irgendwie. Also, es gibt da wohl Möglichkeiten, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann nicht mehr laufen kannst? Ja? Oder. Und das sind alles so Sachen. Mhm. Also was ist das für ein Preis? Das ist wieder diese Waagschale, in die du es dann reinwirfst. Ja. Und du bist natürlich wieder bei das, was du selber gesagt hast, der Gottkomplex. Du willst den Fehler begradigen. Es ist auch wieder philosophisch. Ich würde es ja bin nicht... Bin ich zu begradigen oder bin ich nicht wert, wie ich bin? Muss ich? Ja, das Ding ist, ich würde ja gar keinen Fehler da drin sehen. Also da bin ich ja wirklich so, dass ich sage, na, ich würde ja keinen Fehler sehen, aber ich würde da trotzdem gerne so aussehen. Ja. Ohne Make-up. Ja? Also gut, mit den Augen schon nicht funktionieren. Ja? Mhm. Aber wenn du einen ungeschminkten Mann siehst oder eine ungeschminkte Frau siehst oder einen anthrogynen Menschen, die gibt es ja auch. Ich bin halt nicht sehr anthrogyn. Mhm. Ungeschminkt sehe ich halt aus wie Mann. Ja? Mhm. So. Ich muss mir das also zurechtmalen. So, das ist schöner, netterweise kriege ich das halbwegs gut hin. Da bin ich auch ganz froh drum. Also ich finde das dann selbst schön, ja, was ich da so darstelle. Sonst würde ich es, glaube ich, auch nicht machen wollen. Aber wie viel Aufwand braucht eine Frau, um weiblich zu sein? Ja, kommt auf die Frau zwar an, aber verstehe, was du meinst. Gut, das ist ja auch wieder, Weiblichkeit ist ja auch wieder etwas, an was macht man es fest? Sind es Brüste, lange Haare, sind es lackierte Fingernägel oder sind es die Strumpfhosen? Gesichtszüge zum Beispiel auch oder so, ne? Genau. Eben. Es ist die Tonart oder es ist ja vieles. Es ist ja viel mehr als nur die Hülle. Mhm. Und auch die Empfindung und alles drum und dran, die vielleicht auch gesteigerte Empathiefähigkeit gegenüber Männern. Ja? Alles das sind ja Attribute, die man eher dem Weiblichen zuschreibt. Und da sehe ich tatsächlich und ich weiß, wir haben schon 3 Stunden, aber wir machen noch ein bisschen, glaube ich.
Vielleicht müssen wir es dann tatsächlich in zwei Teile packen, naja. Ja, bis die Platte, wenn die Platte voll ist, werden wir es merken, ne? Rollenbilder, ganz spannendes Thema. Da habe ich gerade letztens mit einer Frau drüber ge gesprochen, da, mit der hatte ich mich in Hamburg dann getroffen. Die hatte mir auch geschrieben auf den Podcast und war dann ganz fasziniert. So, oh, da kann, das war ja krass, dass man sich da mit dir treffen kann, wo ich mir dachte, so, ja, warum auch nicht? Also ich bin jetzt nicht Claudia Schiffer oder sonst irgendjemand. Und selbst die würden es wahrscheinlich machen, wenn sie denn die hätten. Aber da ging es um das Thema Rollenbilder. Und das, was ich eben auch beobachten kann, meiner Meinung nach, ist dieses Verdrehen der Rollenbilder. Dieses Mann-Frau-Thema, was irgendwie komplett auf dem Kopf steht. Frauen machen Karriere, ziehen einen Hosenanzug an, werden dominant, fast schon maskulin wirkend. Männer ziehen Kleidchen an, lackieren sich Fingernägel und wirken wie Frauen. Oder Regenbogen binden. Ja. Entschuldige, aber der musste mal kurz sein. Ich weiß, ich habe den Punkt. Ich weiß, was du meinst. Absolut. Und also ich meine, ich mag da vielleicht ein bisschen konservativ denken oder eingestellt sein, aber für mich ist eine Frau etwas ansehnlich, etwas mit Klasse, mit Stil, mit Charakter, mit Weichheit, mit Gefühl, mit Instinkt, mit Rundungen, also jetzt geht's gar nicht auf die Körperfülle bezogen, eben nicht statisch, sondern sich ständig verändernd und weiche Bewegungen und also etwas sehr Anschauendliches, würde ich sagen. Und etwas, aber auch etwas Zartes, Verletzliches, eher vielleicht auch Introvertiertes, Zurückhaltendes. So in die Richtung würde ich eigentlich eine Frau beschreiben, wenn ich mir eine backen wollen würde, ja, oder könnte. Das wäre so vielleicht so, dass das muss nicht Püppchen sein, das muss nicht gärtenschlank sein, das muss nicht was auch immer. Das sind jetzt gar nicht die Dinge, um die es mir gerade geht, sondern einfach so diese Rolle, die ich da einfach hineininterpretiere in dem Moment. Und bei Männern sehe ich eben etwas Strukturierteres, etwas kräftigeres, etwas logischeres, vielleicht auch etwas Stärkeres, etwas Kantigeres, etwas Lauteres, Extrovertierteres, Beschützenderes, etwas vielleicht auch Herrschenderes. Eben durch dieses Kantige, Laute wirkt es eben auch erschreckend auf potenzielle Feinde beispielsweise. Und da sehe ich eben den Mann irgendwo. So, und jetzt kann man sich selbst mal überlegen, inwiefern erfüllt man denn das noch oder inwiefern funktioniert das? Und was ist denn das, was wir suchen? Also das Interessante, was ich immer feststelle, ich gehe immer ganz plakativ vor. Ja? Ich zeige dir jetzt zum Beispiel ein Bild von einer Frau mit roten kurzen Haaren im Hosenanzug, mein persönliches Feindbild. Und ich zeige dir ein Bild von einer Frau in einem nicht zu knappen, damit es nicht ganz so sexuell wird, aber in einem schönen Mini-Kleid. Gar nicht extrem viel geschminkt, aber in einer schönen Situation. Gut, die andere Frau zeige ich auch in einer schönen Situation, also jetzt nicht irgendwie im Müll kriechend oder so. Ja, ja, ich zeige dir jetzt beide am Arbeitsplatz. Ja. Und da würde mich halt interessieren, so, was finden die Männer besser? Und ich habe so das Gefühl, dass die tatsächlich dieses zweitere Bild besser finden. In der Masse. Und andersrum, wenn ich mir überlege, wie es bei Frauen ist, ja, wenn ich das Gleiche mit Männern mache, ich zeige einmal einen Mann, der von mir aus in Arbeitskleidung, irgendwo auf der Arbeit mit der Schippe in der Hand steht, sage ich jetzt einfach mal so plakativ, ja, oder ich zeige den halt irgendwie in einem Minikleid, wie er gerade Fingernägel lackiert. So. So. Ich glaube, die meisten Frauen würden das erstere Bild besser finden. Das ist das, was ich mit Rollenbilder meine. Also wir haben schon, denke ich, noch eine ganz klare Vorliebe.
Und das ist das, was mir auch begegnet immer wieder, wenn ich mit Frauen und mit Männern spreche. Bei Männern ist es so, dass es sie voll übersexualisiert sind. Also die denken sich, wow, die Transe, die kann femininer sein als manche Frau, ist klar, weil ich das Rollenbild ja wieder erfülle, was sie eigentlich eine Frau, die feminin ist, aber sie finden sie nicht. Weil sie Karriere machen, weil sie zu emanzipiert wirken. Also auch nicht in Form von, das ist böse oder schlecht, sondern in Form von, das ist die falsche Rolle. Und ich habe so das Gefühl, dass das der Grund ist, warum es zwischen Mann und Frau eigentlich kaum noch funktioniert. Weil diese Rollen einfach nicht erfüllt werden. Die Frau, die nicht die Kinder behütet, sondern sie in die Kita schickt, was der Mann eben mit Zustimmung des Mannes, also da ist sie nicht alleine für verantwortlich, das ist es nicht. Die aber nicht nur arbeiten gehen will, sondern mittlerweile auch aus finanziellen Gründen beispielsweise Arbeit gehen muss, weil es sonst gar nicht reicht. Der Mann, der ja vielleicht auch nur noch irgendwie als Erzeuger betrachtet wird, zum Teil, ja, der hat halt, der ist ja, man muss das ja mal evolutionär oder biologisch betrachten. Er gibt seinen Samen in die Frau und den Rest macht die alleine. Und so wird auch typischerweise, wenn es um eine Situation geht, in der ein Kind entsteht und sich die beiden Partner trennen. Also ganz oft leben die Kinder bei der Mutter. Warum? Mutter, das hat zum Beispiel Vera F. Birkenbiel ja auch herausgefunden, eben auch mit Chaos viel besser klarkommt, weil sie eben alleine schon dadurch, dass sie dieses Kind 9 Monate in sich trägt, und evolutionär begründet auch, das hat halt nicht um 18:35 Uhr Hunger. So. Wir brauchen immer unsere statischen Strukturen. Wir haben erfunden, Ampel ist grün, fahren, Ampel ist rot, stehen. Das muss ein Männerding gewesen sein, weil eine Frau würde das eher wie die Inder machen. Die würde sagen, ja, wenn frei ist, fahre ich. So mein Gefühl einfach, ne? Was du sagst, finde ich ganz faszinierend. Ich muss da mal kurz reingrätschen. Ich glaube, wir sind in einem Zeitalter. Ja, und das, da ist auch wieder Gottkomplex. Wo wir uns einreden, wir könnten alles erreichen, wir könnten uns von allen Grenzen lösen, sozusagen, das Titanic-Syndrom quasi. Aber vielleicht sind wir, auch wenn das eine Erkenntnis ist, die wir nicht mögen, immer noch Tiere, die evolutiv geprägt sind. Und wir können uns vielleicht noch gar nicht so davon lösen, wie wir uns das gerne mal vorstellen. Und ich weiß, die letzten 15 Minuten, sollte ich Feministin bei meinen Abonnenten gehabt haben, habe ich sie jetzt verloren. Aber es ist okay. Aber ich persönlich sage, aber das habe ich auch einer Person gesagt, mit der ich auch sehr im Streit auseinandergegangen bin, und ich habe ihr gesagt, also ich denke, wir sind bessere Tiere. Und sie hat gesagt, nein, ich bin kein Tier. Ich bin kein Tier. Sie hat sich für ein höher geistiges Wesen gehalten, sozusagen. Und ich habe gesagt, nein, für mich ist es okay. Ich bin ein kluges Tier. Ich bin sicherlich auch nicht gefangen in allen Trieben. Ich kann über mich selbst hinauswachsen. Ich kann das Edle und das Hochgeistige suchen, so wie man das in der Klassik früher gemacht hat, zum Beispiel. Ne? Ne? Das weißt du vielleicht. Also in der Klassik, Trommeln waren damals primitiv. Keine Trommeln. Also Trommeln schon ab und zu, aber keine Trommeln. Die haben es anders gemacht. Ja? Und ne, weil ich nach diesem Geistigen gestrebt habe. Klar, das kann ich machen. Und ich kann aber auch erkennen, dass ich immer noch begrenzt bin, sozusagen. Das ist auch okay so. Aber sich selbst zu belügen, und das ist, glaube ich, das, was die Feministinnen machen. Ich mache es voller Feminismus. Aber eigentlich stehen sie dann doch noch auf die richtigen Kerle. Das ist jetzt bösartig, was ich sage. Ja, die Deutschen draußen könnten mich jetzt fressen, die Feministin. Aber ich glaube, es ist teilweise so. Also die Frauen, denen wird immer beigebracht, sei so, sei so, sei so. Aber tief im Inneren, eigentlich wollen sie dann doch vielleicht doch wieder das klassische Bild haben. Und ich glaube, bei Männern ist das ja auch nicht anders, glaube ich. Ich denke tatsächlich genauso. Das ist es halt. Also, wenn es anders ist, darf es auch anders sein. Ich habe kein Problem, wenn eine Frau sagt, sie will einen Mann im Kleid. Finde ich gut. Das ist genau meine Zielgruppe in dem Moment. Aber ich habe so das Gefühl, dass das eben meistens nicht der Fall ist. Und ich habe auch nicht so das Gefühl, dass ich möchte, dass man das ändert. Das wird schon seinen Grund haben, warum das so ist. Ja, weil wenn Mann und Mann sich gesellen, ja, da bleibt die Frau auf der Strecke und dann haben wir gar keine Kinder mehr. Also da hast du diese, das ist also das nächste Thema, was Ich es da. möchte noch da kurz einmal abschließen, und zwar, was ich hier sehe, ist Folgendes: Wir leben im Zeitalter des Konstruktivismus, so würde ich das betiteln. Es gibt eine Menge Menschen da draußen, die haben sich in den Kopf gesetzt, sie wollen Evolution schaffen, sie wollen Gesellschaften und Menschen transformieren in einen für sie besseren Zustand. Da gehört auch der Transhumanismus in letzter Konsequenz natürlich dazu. Aber das, was ein Schwab macht zum Beispiel, ist Konstruktivismus. Er will
den Menschen nach seinem Bilde formen. Das ist auch wieder ein Gottkomplex, wie du sagst eigentlich. Und das ist bei der Gender-Debatte genauso. Dabei haben wir da hier aber einen höchst unfreien Gedanken, finde ich. Weil wenn du so konstruktivistisch bist und du sagst, ich will nach meinem Bild diese Gesellschaft umformen, ich will diese einzelnen Menschen jetzt so umbauen, dass sie meinem Bilde entsprechen, isst kein Fleisch, whatever, du weißt, die ganze Kram, dann lasse ich ja nicht zu, dass er frei entscheidet und dass es evolutiv läuft, wie es Jahrtausende vorher gelaufen ist. Und damit begrenze ich ja von vornherein die Freiheit. Ich denke ja für den anderen die Realität mit. Und da jochst quasi den freien Willen schon im Keim. Genau. Das Weil du den anderen transformieren willst und davon ganz selbstverständlich ausgehst, du hättest A, das Recht dazu und B, die Ahnung, dass es gut so wäre. Das und genau das passiert in unserer Gesellschaft. Das ist dieses Thema Gottkomplex, ja. Das ist, ja, wenn man jetzt wieder in die Bibel schaut, findet man da auch wieder ganz, ganz viel dazu, ne? Sondern ja. Du darfst von allem naschen, aber nicht vom Baum der Erkenntnis, das und so weiter und so fort. Da kannst du ganz weit gehen. Ja. Also, laden wir mal noch mal ein paar Feministinnen ein. Und zwar, ich glaube, wo gehen wir denn hin? Genetik, XY-Chromosom. Ich glaube ja, dass das Y tatsächlich dem fehlenden Stück. Ich glaube ja tatsächlich, dass das die Weiber, und jetzt sage ich bewusst Weiber, nicht Frau. Mhm. Ja, Frau ist eigentlich kann man auch mal gucken, ist ein juristischer Begriff, genauso wie Herr. Gibt es nicht. Es gibt Männer und es gibt Weiber. Mhm. Jedenfalls, ich glaube ja, dass die Weiber durchaus die komplexeren, aber auch kompletteren Wesen abbilden können. Also, dass der Mann, und das ist jetzt, jetzt gehen wir mal wirklich, du hast gerade das Thema, das ist so ein Triggerwort bei mir, wenn du sagst Tiere und Reize und so weiter. Welchen Reiz spreche ich denn an? Also, warum sexualisiert man Trans so stark? Weil ich im Prinzip genau auf diesen Reiz drücke, des Verbotenen, des Abartigen, sage ich jetzt einfach mal, also nicht in stigmatisierender Form, sondern abnorm, sage ich jetzt einfach mal. Wenn es vielleicht außergewöhnlich, das klingt netter. Ja, ja, ja. Ich sage das schon außergewöhnlich, ja, ich sage das schon ganz bewusst auch so. Fernab der Normalität, das übt einen starken Reiz aus, und zwar auch einen sexuellen. Und das ist auch nicht pauschal bei jedem. Jetzt muss ich wieder, ich relativiere das so ein klein bisschen, dass sich jetzt nicht jeder gleich irgendwie so, ah, das mache ich nicht und ich mache das, die Frau macht das nicht und der Mann reagiert nicht und bla. Aber ich sag mal so, ich glaube, in vielen Fällen ist die Frau, schrägstrich das Weib, das Mächtigere. Tatsächlich. Weil das Weib den sexuellen Reiz hat und den anträgern kann bei Männern. Es klappt nicht immer. Also es gibt auch Männer, die haben da irgendwie gelernt, da sich auf die Zunge zu beißen und von mir aus woanders drauf zu beißen. Aber die Frau, das ist ja das, was man immer so pauschal unterstellt, die hat sich hochgeschlafen, sage ich jetzt einfach. Ja, und? Die macht so. Und dann hat sie das, was sie will. Wenn sie gut aussieht, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn sie weiß, wie. Was das eine Macht inne trägt, muss man sich erstmal bewusst werden. Ja, ja, das hassen auch andere Frauen, die so sind, weil sie eigentlich neidisch sind, dass es bei denen so einfach ist. Das ist das Nächste. Ja, aber jetzt, was das für eine Machtposition darstellt. Und aus dieser Situation heraus stelle ich mir eben die Frage, wie war denn das früher? Jetzt saßen Mann und Frau am Tisch. Er war natürlich derjenige, der nach draußen gegangen ist und die ganze Wirtschaftssituation da irgendwie gemanagt hat und sie zu Hause hat die Kinder behütet. Wer war denn jetzt der Chef, wenn der heimkam? Er oder sie? Ja. Also wenn er sagt, sagen wir jetzt einfach mal, er sagte, ich so und so, ein Stimmrecht. Ja? Also wirklich so Oldschool-Kram. So. Und er sagte so, ja, so und so, ich habe mir das mal alles angeschaut, ich glaube, wir, ja, CDU wird gewählt. Und sie sagt, SPD. Ja. Wenn der die CDU wählt, dann kriege ich ja 4 Wochen kein Sex. Was glaubst du, was da los war?
mal so ganz stumpf runtergebrochen, wirklich so losgelöst von ja, und aber sie begeben sich, weil sie es vergessen haben, in eine Opferrolle. Die dürfen ja nicht arbeiten gehen. Moment mal, hä? Wo kommt das denn her? Es wird völlig verkannt, dass dieses Rollenmodell, es wird noch so gesagt, dieses Rollenmodell gab es, weil der böse Mann die Frau dazu gezwungen und unterjocht hat. Vielleicht war das Rollenbild auch so, weil es funktional war. Absolut. Das ist, ja, worauf ich hinaus möchte. Vielleicht hat das eben auch funktioniert im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, was offensichtlich nicht mehr so ganz funktioniert. Beide gehen arbeiten und keiner hat Zeit für die Kinder. Könnte zum Beispiel... Genau, ja, plakativ sein so. Dass es nicht funktioniert. Ja, und dann die Kinder verkommen, ja, oder eben auch nicht, kleben sich auf die Straße. Das wird sich dann in 20 Jahren zeigen, ob sie recht hatten. Mhm. Wie gesagt, will das jetzt gar nicht, wir machen so ein bisschen Scherze natürlich darüber, weil wir, ja, wir sind da wahrscheinlich auch schon anders. Aber wie gesagt, vielleicht stimmt es ja auch. Muss man ja einfach auch mal einräumen, dass man sagt, okay, vielleicht labern wir Scheiße und die haben echt, mhm, okay, letzte Generation finde ich jetzt ziemlich provokant, ja. Ja, okay, ich meine, ich bin jetzt auch nicht wenig provokant in meinen Aussagen. Wenn ich zum Beispiel sage, zu einer Transe, ne, da, was ich bei Nikolai gesagt habe, so von wegen Gottkomplex hast du gar nicht, ist ja auch provokant. Von daher kann ich das kaum. aber so dieses Ding einfach, vielleicht wurde das ja so eingerichtet von der Natur oder einem Höheren oder was auch immer, weil es eben funktioniert. Und vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen mehr in Demut üben vor dem, was existiert. Und nicht immer sagen, ach, wir können alles ändern. Wir können Autos bauen, wir können Flugzeuge bauen, wir können sogar fliegen. Ja, dann flieg halt zum Mond. Aber glaub nicht, dass du der Mond bist. Das ist halt. Genau, da sind wir ja auch wieder. Der Punkt ist, machen wir nicht Frauen vielleicht auch unglücklich damit? Wir fordern von ihnen, Karriere zu machen. Aber tief im Inneren wollen sie vielleicht Kinder haben und vielleicht ist die Wahrheit, dass du nicht immer alles haben kannst. Und wir versuchen uns einzureden, das muss aber irgendwie gehen, dass beides geht. Ja, vielleicht wenn es für sie so funktioniert, sehe ich da auch gar keinen Stress. Also wenn jetzt draußen irgendwo eine Frau ist, die sagt, ja, ich habe Kinder und ich manage das und das ist alles super und die Kinder sind toll und bla 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 und... Oder auch zum Beispiel, mein Mann macht zu Hause, wirft den Haushalt, also sie haben sie rumgedreht und es funktioniert. Ey, ich will alles Gute, aber wie viele gibt es, wo es nicht funktioniert? Ja, genau das meine ich. Es gibt bestimmt Sachen, wo es funktioniert, aber es gibt vielleicht auch Positionen, wo du entweder für deinen Job lebst oder du hast Kinder. Das gibt es wahrscheinlich auch. Und machen wir die Frauen damit nicht unglücklich? Und Frauen haben ja auch wirklich evolutiv gesehen mehr Möglichkeiten als Männer, glaube ich. Frauen haben... Ich habe das mal gelesen und ich fand das sehr, das war sehr provokant, aber ich fand es faszinierend. Frauen haben evolutiv die Möglichkeit oder sie haben mehr Möglichkeiten als Männer. Männer können nichts außer kämpfen. Frauen können Kinder kriegen und sie können versuchen, ein Mann zu sein. Wenn das mit dem Mannsein nicht funktioniert, können sie immer noch Kinder kriegen. Sie sind immer wertvoll. Ein Mann kann nur eins, er kann nur kämpfen. Mal noch weiter, ich mal ein Bild, ich mal so ein Märchenbild. Ich fang mal ein bisschen an, den Köpfen zu malen, das ist nämlich auch immer ganz spannend. So wie ich vielleicht selbst mir das so ein bisschen märchenhaft vorstelle. Nehmen wir mal an, da ist eine Prinzessin, eine wunderhübsche Prinzessin. Für wen würde die sich denn hergeben wollen? Für irgendeinen Gaukler? Mit Sicherheit nicht. Das muss schon edler Ritter sein oder ein Prinz auf einem weißen Ross, vielleicht auch einem schwarzen, das ist völlig egal, wir wollen hier nicht blackfacen oder weißfacen. So. Und dann kommt ja auf einem edlen Ross daher, ne? So. Und der umgarnt diese Prinzessin. Wie macht man das? Bück dich, Schlampe? Wahrscheinlich nicht. Nee, da kann man schon ein bisschen mehr erwarten. Sondern wahrscheinlich versucht er ihr, den Mund von den Lippen abzulesen. Und erfüllt ihn sogleich. Und irgendwann findet sie Gefallen. Und was passiert dann? Sie lässt sich auf ihn ein. Aber sie lässt sich auf ihn ein, nicht er auf sie, weil er ist sowieso total verfallen seit der ersten Sekunde. Man sagt ja buhlen um eine Frau. Das ist ja wie im Tierreich. Die ist ja das Wesen, das sich auch mit Make-up und allem drum und dran aufhübscht und sich gestaltet, sage ich jetzt einfach, ja, um zu gefallen. Sie ist ja diejenige normalerweise, die umgarnt wird, ja, nicht andersrum. So, und sie findet also Gefallen. Was passiert dann? Sie werden ein Paar. Und was passiert? Im Schlafzimmer. Was ist dann? Sagt sie dann zu ihm, was er zu tun hat? Sie kriegt sowieso, was sie will, weil wenn sie nicht will, gibt's eh nichts. Das kennen wir alle. Ach, Schatz, ich will heute nicht, ich habe Migräne. Das kennen wir doch. Jetzt mal so stumpf runtergebrochen. Ja, ja. Ist nicht, ja? Mhm. Ist
Wahrheit ist halt darin, dass ja, egal, lassen wir das mit Wahrheit. So, sie kriegt eh, was sie will. Das ist etwas, was ich eben auch durch dieses Trans-Dasein gelernt habe. Wenn ich das will, kriege ich das meistens auch. Sogar von also ich krieg's, ich als biologisch kriege diesen Reiz so gut hin, dass ich meistens bei den Männern auch das kriege, was ich will. Dessen, ob das ihr Plan war oder nicht. Weil ich kann meine Reize einsetzen dafür. So. Wenn ich das kann und es gelernt habe, kann das eine Frau wahrscheinlich auch. Unterstelle ich jetzt einfach mal. So. Aber was will ich denn? Gut, jetzt muss ich wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was ist dann halt so? Ich möchte ja in dieser weiblichen Rolle nicht diejenige sein, die den Ton angibt. Ganz im Gegenteil. Sondern ich möchte verführt werden. Ich möchte vielleicht auch benutzt werden. Whatever. Ja. Ja. Ich möchte das sein, was er in seinen wildesten Fantasien sich ausdenkt. Gut, muss man auch dazu sagen, sind nicht alle. Es gibt Frauen, die wollen das auch nicht. Gar kein Thema. Sie würde ihm wahrscheinlich eher seine sexuellen Bedürfnisse erfüllen, als wenn sie denkt, was ist das für ein Hampelmann? Also wenn sie wirklich, wenn er ihr das Gefühl gibt, dass sie die Prinzessin ist, dann will sie aber auch die Schlampe sein. Oder nicht? Also vielleicht ist das jetzt auch einfach, ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum, das ist vielleicht so meine kleine romantische Vorstellung, wie ich das gerne hätte. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass eine wenn man diese Rollen wirklich ausfüllt und auslebt, dass da dann die Frau sagt, ich brauche dich nicht, ich mache jetzt Karriere oder eher dann auf dem Trockenen sitzen muss und so, das halte ich für eine Utopie. Das ist das, wie es jetzt ist. Er will immer, sie will nie. Trennung. Weil man auch beiden Seiten den Kopf so furchtbar gewaschen hat, denke ich mal. Ja, weil man wieder einen neuen Menschen konstruieren möchte. Ja, ja, das, und du brauchst halt genau diese Situation. Natürlich brauchst du diese Aussage der Überbevölkerung. Wenn du mit Planned Parenthood genau das Gegenteil tust, nämlich Abtreibungen fördern, natürlich brauchst du dann diese Aussage der Überbevölkerung. Ist ja logisch. Ja. Zum Beispiel, ne? So, und das sind halt so Sachen, wo ich, natürlich brauchst du dann diese Genderisierung, diese Sterilisierung, diese Werbung für Abtreibung, die Antibabypille, diese ganzen Sachen, die eigentlich nur dazu dienen, dass du nicht schwanger wirst, also keine Kinder kriegst. Weil es vielleicht dich auch fernhält, dich endlich wieder deinem Herzen zu öffnen. Als Frau. Und gerade das ist ja das, was als Frau, als Weib vielleicht das Wichtige ist, dass du auf dein Herz hörst. Und du kannst die Leute auch so gut spalten. Ich finde das den Gedanken super und ich muss da ganz kurz reingrätschen. Warte, ich hatte gerade so einen schönen Gedanken. Das, was du sagst, finde ich super interessant. Ich habe mir diese Dinge auch nachgedacht. Du denkst ja auch nach, ja, will ich dieses Männerbild da? Das da drauf, will ich das? Was ist eigentlich ein Mann? Genau wie eine Frau sich fragt, was ist eine Frau? Und das gilt aber für ganz viele, weil wir haben ja gesagt, die Themen sind vernetzt. Das gilt auch für Identität, für nationale Identität vielleicht, für sexuelle Identität, was auch immer. Und deshalb habe ich mir auch für mich auf die Fahnen geschrieben, ich habe erkannt, dass ich mich ein bisschen auf die Suche machen möchte, wer möchte ich eigentlich sein, wer bin ich eigentlich? Und auch Wurzeln wieder zu entdecken. Das gilt auch für in Anführungsstrichen meine Herkunft in einer völlig unchauvinistischen Hinsicht sozusagen. Ja, einfach zu sagen, Mensch, nicht nur was ist ein Mann, sondern was ist eigentlich Deutsch? Was sind die guten Dinge, die man leben könnte und die schlechten, die man vielleicht lässt, um auch wieder diese positive Vorbildfunktion zu haben. Ich nenne das immer Strahlkraft, einfach zu sagen, ich entdecke mal Identität wieder, die man uns so ein bisschen ausgetrieben hat. Und das ist so mein persönlicher Weg, auf den ich mich die nächsten Jahrzehnte begebe. Und am Ende sind wir wieder bei uns. Ne? Wir suchen wieder unsere Identität. Erkenne dich selbst. Obwohl ich eigentlich nicht so richtig auf der. Ich bin nicht so einer, der sagt, ich suche mich unbedingt. Als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe oder Weiterbildung, da waren lauter Leute, die hatten irgendwie diverse Probleme und die haben sich alle gesucht und ihren Weg. Und da haben sie sich alle vorgestellt. Ich habe gedacht, mit einer Selbsthilfegruppe gelandet. Ne? Und bei mir war das halt so, ja, ich
dachte, ich mache es für einen Job, Entschuldigung, so ungefähr. Ich habe keine Probleme, ne? Aber ich habe mich in diesem Kurs gefunden, ohne mich zu suchen. Das war das Spannende daran sozusagen. Deshalb bin ich auch heute da, wo ich jetzt bin, in Schweden zum Beispiel. Das hat super viel auch, das passte alles wieder auch zusammen. Diese ganzen Sachen, die greifen wieder wie Schlüssel und Schloss aneinander. Und ja, vielleicht suchen wir uns doch manchmal auch, wenn wir es nicht merken. Ja, ich habe tatsächlich durch diese sexuelle Situation, dass ich mich da einfach ausgelebt habe und in allen Bereichen unterwegs war, dadurch habe ich mich halt unheimlich reflektieren können auch, ne? Was will ich eigentlich? Also das ist so, habe ja gesagt, bin ja so im BDSM-Bereich auch unterwegs. Da, wenn du dich da halt irgendwie über so einen Bock da drüber liest und dir haut da einer mal mit der Hand auf den Arsch oder irgendwie sowas, dann denkst du halt irgendwie so, nach 20 Mal drehst du dich rum, denkst du, ist das alles oder wird das noch spannend? Ja? Ja. Nee, war wirklich Ja, so. es tut ja auch vielleicht weh, ne? Also ich meine, irgendwie. Weil ich halt festgestellt habe, so, das ist es nicht. Ja, das ist nicht das. Ja, schön, dass dir das gefällt, aber. Ich frage mich dann noch eher, warum geht dir einer ab, wenn du jemandem 20 Mal auf den Arsch schlägst? Also die Frage ist, ich mir jetzt persönlich so, ist das masochistische Trieb? Ich weiß es nicht. Also da fehlt es mir dann auch wieder an der Stelle. Soll ja jeder machen, wie er will, aber ich kann andere Sachen kann ich viel mehr nachvollziehen als das. Ja, also ne, es gibt ja, wenn es dem Partner gefällt, ist ja so dieser Tonus, um den es da geht. So, und was dem Partner gefällt, das ist ja jetzt nun sehr individuell. Manche mögen so, manche mögen so. Also wenn du den einen, der magst, gefesselt werden, der andere, der magst, gestreichelt zu werden und so weiter, das ist sehr individuell. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nur ich habe halt festgestellt, so wie ich damit umgehe, das ist. Ich kann fast sagen, dass ich hatte natürlich auch, bevor ich dann das in dieser weiblichen Form, sag ich mal, ausgelebt habe, hatte ich natürlich auch eine männliche Entdeckungsphase, sag ich mal. Aber das war irgendwie gefühlt eine ganz andere. Also das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil ich war derjenige, der hofieren musste, ja, und jetzt bin ich plötzlich die Prinzessin, die auf dem Thron sitzt. Wisch und wisch, so wie bei Tinder, weißt du? Will ich nicht, will ich. Und das ist tatsächlich auch wirklich so. Ich kriege unheimlich viele Nachrichten in den Portalen dann von Männern. Das ist kaum eine Frau dabei. Ne? Und das war ja vorher, war das ja, ich meine, gut, dann musst du dich natürlich auch in diese Richtung öffnen, sonst gehst halt unter da, klar. In der anderen Perspektive, also ich habe gelernt, wie es sich anfühlt, wenn man ins Postfach guckt und da sind 35 ungelesene Nachrichten. Und eine ist schlimmer wie die andere. Und dann daraus erwächst natürlich für mich auch dann interessanterweise ein Verständnis für die weibliche Situation. Warum die nicht mehr antworten? Ich kann nachvollziehen. Ja. Und das ist so, ich finde eigentlich fast, das sollte sich jeder mal irgendwie, sollte jeder mal erfahren, gerade jeder Mann, weil das ist so, das schafft so ein Verständnis einfach auch. Ich auch, ja, viel, 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 viel gelernt, tatsächlich. Und komm, guckst du doch an, was du sagst, erklärt doch perfekt, warum stehen denn so viele deutsche Frauen auf den knackigen Migranten? Weil der das, die machen das einfach, die wissen das, die verhalten sich entsprechend. Und Ja, das kann gut weil sein. die einfach, Sag mal, dieser Macho. ne, Ja. genau, weil die genau diese Muster ansprechen. Und da kann ich ja mal, das will ich gar nicht negativ sagen, sondern ich sag mal, ja, dann haben sie evolutiv ja recht offensichtlich. Wenn die das so machen und es funktioniert, dann ist es ja offensichtlich für sie der richtige Weg. Da muss ich Das kann aber. mir auch, das kann mir doof vorkommen, aber aus ihrer Perspektive ist es ja der funktionale Weg. Absolut. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nur funktioniert, weil die Frau ihre Rolle nicht kennt. Ja. Würde die ihre Rolle als Prinzessin können, wenn die weg. Ja, das stimmt. Weil Das das wäre ist. ja dann der Gaukler Genau. das wäre ja nicht der edle Ritter. Richtig. Das ist der Einäugige unter den Blinden. Es geht jetzt gar nicht um weil Ausländer oder nicht, es geht um diesen Macho-Typus, um den Genau. geht. Es geht jetzt gar nicht um Migranten, sondern es geht wirklich um Macho-Typen. Der wäre sofort weg vom Fenster. Der ist ja nur interessant, Weil kein anderer so sich verhält, nicht mal ne? nicht erst verlieben muss, bevor sie sexuell nicht mal ihre Erfüllung kriegt, die sie schon lange sucht. Ich will es auch differenzieren.
Migranten ist eine, es gibt Gruppen bei den Migranten, die beispielhafterweise so funktionieren. Nicht alle Migranten, Migranten sind völlig verschieden. Ja, guck den Japaner an, der wird vielleicht anders als ein Türke funktionieren. Ja, und das meine ich auch gar nicht disrespektierlich oder so. Aber da merkst du, finde ich, bei manchen Kulturen andere Muster. Ne? Ach mich doch. Also ich habe Erfahrungen mit, weiß ich gar nicht, wie viele Nationen, Kulturen, Nationen, was auch immer, Herkünften, also ich bin da wirklich auch ausgelebt, ja. Und da gibt es auch gewissermaßen ein paar Unterschiede. Wie gesagt, sind nicht alle gleich. Der eine so, der andere, der eine traut sich, der andere traut sich weniger, der nächste nimmt dich halt am Hals und zieht dich auf die Matte. Alles gar kein Thema, war alles in Ordnung. Wie gesagt, aus meinem Verständnis heraus passiert das eigentlich eher deswegen, weil die Frau ihre Rolle als die eigentlich mächtigere Gestalt oder Wesenheit nicht mehr kennt. Haben wir trotzdem, wo du das sagst, dann will ich mal kurz auf die andere Seite spiegeln. Würdest du nicht auch sagen, wir haben ein Männerproblem, in Anführungsstrichen? Absolut. Wir haben ja da schon ein Männerproblem, dass sich Männer nicht emanzipiert haben. Also das meine ich wirklich ernst. Die Frauen haben sich emanzipiert und die haben die Männer vergessen. Was nicht heißt, dass sie dafür verantwortlich oder schuld seien. Die mussten sich emanzipieren. Ja? Alleine schon aus der Situation nach Kriegssituation heraus. Die mussten ja auch dann. Ja? Das war ja absolut notwendig. Sie mussten ja die Lücken füllen, die plötzlich vorhanden und die Familie irgendwie zusammenhalten und ernähren und alles drum und dran. Alleine deswegen schon. Und diese ganze Emanzipationssache, wenn man sich mal damit ein bisschen beschäftigt, das geht ja auch sehr weit in die, diese ganze feministische Bewegung und so weiter, das ist ja trojanisches Pferd. Also wenn man sich mal da wirklich tief mit beschäftigt, dann kannst du eins zu eins, das ist der Gender-Katalog, nur in anderen Geschlechtern erzählt. Ist so eins das gleiche Spiel, was sie gemacht haben. Und damit möchte ich gar nicht schlecht reden. Es soll jeder leben, wie er will. Und wenn jemand der Meinung ist, dass das seine Erfüllung ist, bitteschön. Go ahead, ja. Aber das ist so dieses, ja, wir haben Männerproblem. Natürlich haben wir Männerproblem. Ich sag dir, wo wir Männerproblem haben. Vor 40 Jahren hätte es so eine Situation wie in der Silvesternacht in Köln nicht gegeben, ohne das, was passiert wäre danach. Nicht gegeben. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass das schön, richtig oder toll ist, ja. Aber das wäre wahrscheinlich gar nicht erst passiert, weil umherstehende Männer eingegriffen hätten. Ja, möglich. Ich kann es nicht so hundertprozentig sagen, aber könnte sein, ja. Ich auch nicht hundertprozentig, aber das ist so meine Annahme. Das ist uns verloren gegangen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht überall verloren gegangen ist. Ich glaube, es gibt, nehmen wir mal Rockergruppen zum Beispiel, so Biker. Also, den man übelst nachsagt, ich will jetzt gar keinen nennen, da selbst was aus, bei denen funktioniert das irgendwie noch. Also wenn da einer kommt und der eine Frau irgendwie komisch anpackt und dann wird er mal kurz über den Tresen gezogen und dann wird dem mal draußen erklärt, warum das nicht ja. So, kann man jetzt sagen, okay, ist eine sehr rabiate Methode, ist es sicherlich, aber vielleicht hat das auch den höchsten Erfolg beim Lerneffekt, ja, dass das nicht wieder vorkommt. Ach, da möchte ich wieder ins Biologistische reingehen und ins Evolutive. Der Ursprungstrieb, denke ich, in der Evolution ist auch immer die Brut zu beschützen. Ja. Und wenn du dich so verhältst, bist du einfach näher an diesen Dingen dran. Mein Revier, mein Weibchen, meine Brut. Das ist sehr, sehr primitiv gedacht. Vielleicht, aber diese Muster sind natürlich funktional, sind damit vielleicht weniger rational, aber mehr emotionaler Natur. Und dass die anderen, also die Leute in der Silvesternacht, die machen Landnahmen, die wissen das auch. Die wissen auch, dass die anderen so sind und dass sie es können und dass sie sich damit demütigen und dass sie es können, weil die anderen schwach sind. Und aber die anderen, die schwach sind, wissen es nicht, dass sie so sind, glaube ich. Nicht so richtig. Ich für mich habe für meinen Teil auch deshalb, für mich war es wichtig, ich habe keine so schöne Kindheit gehabt, war immer der Prügelknabe. Und es gibt einen Grund, warum ich bei Kampfkunst hängen geblieben bin. Weil ich auch dieses Bild
des sich Durchsetzens, des Wettbewerbmachens, ja, des Willens wichtig finde, weil mir das immer gefehlt hat. Und tatsächlich ist das so eine Reise, wo man auch sagt, naja, das hat vielleicht dann auch im Endeffekt doch wieder was mit Männlichkeit zu tun. Ist vielleicht diese natürliche Sichtweise, dass man ein bisschen Krieger oder so oder Aggressor auch mal sein muss, um im Leben sozusagen zu überleben, auch eine wichtige, und hat man uns das vielleicht ausgetrieben nach dem Krieg, in dem guten Glauben vielleicht, so ein Krieg darf nie wieder passieren, also müssen wir die auf ganz weich spülen. Aber dass wir damit irgendwo ins Ungleichgewicht geraten. Oder anders gesagt, ist vielleicht Aggression, Gewalt in uns allen Menschen eine Komponente, die wichtig fürs Überleben ist, die aber kontrolliert sein muss. Ich denke, dass du Aggression immer brauchst, um zu überleben in der Evolution. Du musst sie nur kontrollieren, aber wenn du sie aus deinem Leben verbannst und sagst, das gibt's nicht mehr, ich glaube, dann kommst du aus dem Gleichgewicht. Ich glaube tatsächlich, das hat ja eine Grundlage, warum es da ist. Also Aggression, Mitgefühl und alles, also diese ganzen Dinge haben ja eine Grundlage. Das ist ja nicht, hat sich ja keiner ausgedacht, sondern das will uns ja etwas sagen. Aggression brauchst du zum Beispiel, wenn du einen Eindringling irgendwie hast. Da musst Genau. du irgendwie mal auffahren, ja. So, das können wir heute nicht mehr. Ja, die Polizei rät oft, man soll quasi nichts tun. Ja, genau. Also das ist so, ich glaube, das einzige Gebot, was wir aus der Bibel wirklich halten, ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber nicht in dieser Form, wie wir es lesen, sondern in dieser Form, wie wir es anwenden. Wie lieben wir denn uns selbst? Wir wollen uns den Schwanz abschneiden. Wir wollen uns Fett absaugen lassen. Wir wollen magersüchtig sein oder wir zünden uns selbst an. Das ist die Liebe, die man so sieht. Nicht überall, es gibt auch Leute, die sich da, ne? Aber was ich damit meine, ist, viele, viele Menschen heute haben unglaublichste Depressionen, weil sie sich selbst gar nicht mehr wertschätzen können. Und das projizieren wir auf unseren Nächsten. Also übersetze ich, hasse deine Nächsten wie dich selbst. Das ist das einzige Gebot, was wir wirklich, meiner Meinung nach. Mario Adorf hat gesagt, das Problem wäre, die Deutschen lieben sich selbst nicht. Und jetzt mache ich mal den Bogen, was du gerade sagst. Ich glaube, das ist insbesondere in uns Deutschen tief verwurzelt. Ich nenne das ganz brutal immer den Schuldkult. Ja, kollektiv. Dieses immer Kriechen, dieses einer stellt sich auf die Straße und sagt, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Doch, an der WM, da darfst du es. Aber auch nur, wenn du Regenbogen am Arm hast. Ja, ich wollte gerade sagen. Nee, das ist tatsächlich, also wenn du mal rumfährst und so, du siehst alles Ja. möglich. Eng, russische Fahnen, gut, das ist Ja. jetzt mittlerweile auch Ja, weniger, ja. aber da Aber siehst wir du. haben ein Problem mit unserer eigenen Identität, glaube ich, auch der nationalen. Und mir ist in der Schule immer eingetrichtert, ich habe viermal das Dritte Reich gehabt. Ich meine, was macht das mit dir? Irgendwann gehst du mit gebücktem Haupt und alle erzählen es dir ja auch. Und du hast ja auch genug Lobbyorganisationen, die dafür sorgen. Ja. Hart gesagt, nur mal einen Bogen zu springen. Guckt euch mal, ich bin ja Multikulti-Kritiker. Ja? Ich sage ja immer, ich habe gern Gäste, gute, das ist völlig in Ordnung, aber ich trenne das von dem Massenaustausch. Guckt dir mal an, die ganzen Integrationsminister haben alle Migrationshintergrund. Die machen Politik für die anderen, nicht für uns. Und das hat was mit dem Identitätsgefühl zu tun, dass da nicht Migranten sind, weil die Politik für uns machen. Gehen wir mal ganz kurz in die Vereidigung. Da gibt es so einen Satz, der heißt, seinen Nutzen mehren. Wann nutzt denn eine Kuh mehr? Wenn sie 20 oder wenn sie 40 Liter gibt? Tja, das stimmt schon. Also, jetzt ganz plump und plakativ, aber Ja. eigentlich sagen sie es uns doch. Naja, sie sind eigentlich ganz offen. Eigentlich Ja. schon. Das ist so dieses Ding. Also, ne, jetzt stell dir. Das hatte ich vorhin gesagt, in diesem Rechtsthema. Jetzt stell dir mal vor, du sagst einem, also wenn du nicht willst, verwalte ich dich. Also wenn du jetzt nicht freiwillig gerade stehst dafür, dann verwalte ich dich. Und sagt dir, ja, mach doch. Was machst du dann? Hast du die Scheiße am Bein. Also, wie ist das da hingekommen? Ne? Stell dir mal vor, die Leute wären alle souverän gewesen. Ja. Hätten nie gesagt, verpiss dich. Mache ich alleine. Aber Doof, ja. wir haben uns einlullen lassen. Da gab es so einen Spruch, ich habe den, glaube ich, schon mal zitiert. Vielleicht kommst du drauf, von wo der ist. Bin mal gespannt. Ich bin ja immer der Meinung, dass es einige wichtige Sprüche gibt und dieser gehört dazu.
Ich kam hierher und die Menschen hatten nichts. Also waren sie nicht bereit für mich zu arbeiten. Ich gab ihnen also Kühlschränke, ich gab ihnen Elektrizität, ich baute Schulen für ihre Kinder und schon waren sie bereit für mich zu arbeiten, weil sie Angst hatten, dass sie es sonst wieder verlieren könnten. Aus welchem? Wo kommt das her? So eine Ahnung? Ich hätte es brutal gesagt, aus einem Kapitalisten. Von einem Kapitalisten. Also wenn ich mich das fragst, würde ich sagen, klassischer amerikanischer Kapitalist. Aber es wäre natürlich Klischee-Denken. Es ist aus dem Film, tatsächlich. Okay. The Fast and the Furious. Habe ich nie gesehen. Habe ich verpasst, tatsächlich. Gut, dann kannst du es nicht kennen. Und das ging um die Favelas tatsächlich. Ne? Also, der Mensch war nicht bereit zu arbeiten. So, jetzt stelle ich mir einfach mal so die Frage. Ich meine, gut, der Mensch war nicht bereit zu arbeiten. Hat ja irgendwann irgendwie auch mal funktioniert. So. Die haben sich von irgendwas ernährt und ich meine, die werden wahrscheinlich nicht vor uns alle verhungert sein, weil sonst wären wir ja nicht da. So. Und jetzt kam einer, der war also der Meinung, das erinnert mich so an diese eine Geschichte. Ich weiß, vielleicht kriege ich nicht mehr zusammen. Irgendwie so ein Fischer legt an, so ein Fischer legt an und macht Siesta dann irgendwas und dann kommt irgendwie so ein Investor, der sagt, War schon. Ich kenne die Geschichte. Du meinst, der, wo er am Ende dann sagt, wozu habe ich doch jetzt schon alles? So genau, ungefähr. genau. Ja, genau. Noch viel besser und klar. Und das ist ungefähr so, stelle ich mir das vor. Wenn ihr was gibt, da haben sie auf einmal das Gefühl, sie könnten was verlieren. Und dann sind sie erpressbarer. Aber sie verstehen gar nicht, was sie schon von Haus aus haben. Ja, Also sie auch genau. verstehen dieses Thema Leben schon gar nicht. Aber sie könnten es eigentlich verstehen, weil wir haben heute die Mittel dazu. Also beschäftige dich mal mit beispielsweise Afrika oder mit Ländern, wo es kein fließendes Wasser gibt. Und beschwerst du dich nochmal und dann sagst du, erklärst du jetzt dem, der 10 Kilometer läuft, damit er irgendwie aus irgend so einem Batsch, Loch ein bisschen Wasser ziehen kann, dem erklärst du jetzt mal, warum du Angst hast, dass sie das Wasser abstellen, wenn du deine Rechnung nicht zahlst. Da wäre ich ja mal gespannt auf die Erklärung. Und vor allem, dem erklärst du mal das Verständnis, dass es nur so gehen kann. Dass das Grundlage von allem ist. Weil wenn sie dir das Wasser abstellen, kannst du nicht mehr leben. Das ist ja so, ne? So, das erklärst du dem Das mal. sagt er, ja, weiß ich, deshalb laufe ich ja hier. Ne? Das ist so. Ich glaube auch, wir sind in einem wahnsinnigen Materialismus drin. Also ich reihe mich ja ungern in diese ganzen platten Konsumkritiker ein, aber tatsächlich glaube ich schon, dass wir in einem krassen Materialismus sind, dass wir eine große Irreligiosität in der Gesellschaft haben, aber wir eigentlich immer den Wunsch danach haben, deshalb funktioniert auch Klima und so. Wir brauchen Kulte und wir brauchen Glauben und wenn es das nicht ist, dann bauen wir halt eine andere Religion dann. Das ist halt die Klimareligion. Ja, Glaubensrichtungen Ja. gibt es momentan relativ viele. Das ist deswegen habe ich ja auch zu dieser Corona-Situation, das für mich fühlte sich das eher nach Sekten. Absolut. Aber wenn du ihnen, der Punkt ist, wenn du sie erstmal, die erste Sache, die du machen kannst, du reduzierst sie aufs Materialistische. Du koppelst die, um mal spirituell zu werden, vom großen Ganzen vielleicht ab, ja, von der Quelle oder sonst was. Dann sind sie in ihrem Materialismus automatisch gefangen. Wenn du das geschafft hast, brauchst du nur noch ihnen Angst machen, dass du ihnen den Materialismus wegnimmst, weil sie das andere dann nicht mehr haben. Und ich bin jetzt so überhaupt kein spiritueller Fan und Mensch so und überhaupt nicht tief in solchen Themen drin, obwohl das mal was für die Zukunft wäre. Aber denk mal die Christen früher, ja, ganz früher. Die haben gesagt, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel. Was willst du denn so einem? Der sagt, du willst was, mir egal, komme ich in den Himmel. So, solche Leute kannst du schwerer kicken. Wenn du sie aber abkoppelst und die jetzt Angst haben, was zu verlieren, nichts danach sehen vielleicht, im platten Materialismus, dann wird es einfacher für dich. Ne? Ist so eine steile These vielleicht von mir, aber so könnte ich mir das durchaus vorstellen. Und vielleicht täte uns in irgendeiner Form mehr Glauben auch gut in der Gesellschaft. Ist eine diskutable These. Ne? Vielleicht kann man auch sagen, nee, gerade das Rationale ist gut und alles Schmu. Boah, kann man darüber diskutieren, wahrscheinlich. Der Glaube allein kann Berge versetzen, ne? Der Baggerfahrer macht das ja nicht, weil er Geld bricht, sondern weil er glaubt, dass er sich damit was kaufen kann.
Das ist ja auch so ein Coaching-Thema. Wenn du an dich selbst glaubst, machst du dich stärker. Es funktioniert. Du kannst dich mit deinem eigenen Geist einfach selbst beeinflussen. Es funktioniert. Erstaunlicherweise. Der Geist ist mächtiger als wir denken. Das kennt jeder im Negativen. Wenn immer jemand sagt, ja, das Ja, schaffe ich doch nicht und dann schafft das wirklich nicht, dann sagst du ja, Self-Fulfilling Prophecy. Aber unsere Erkenntnis, dass es andersrum auch funktioniert, die kommt bei vielen gar nicht in den Kopf. Ne? Dass es nicht nur ein One-Way ist sozusagen, sondern dass es in beide Richtungen geht. das ist ja das. Und man stellt halt meistens eher das eine, das Negative da, ne? Genau. Aber mach dich selbst positiv. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ich suche meine Wurzeln wieder ein bisschen. Ich möchte wieder ein bisschen, auch ein bisschen Identität vielleicht verändern, was dazulernen, Wurzeln finden, ob das nun Wurzeln zum Mann sein ist oder Wurzeln zum Deutsch sein oder was auch immer. Und mal gucken, wo mich der Weg hinführt. Ne? Ich hätte auch den Wunsch, dass ich irgendwann in 20 Jahren ein belesener Mann bin und hochgebildet und alles von Schiller und Goethe gelesen habe. Wäre auch mal ein Wunsch, weißt du, einfach so. Mal diese intellektuelle Schiene zu machen und zu sagen, heute bin ich ein großer Lehrer, so, das wäre auch schön Die Bibliothek, das war's ja hinter dir stehen. irgendwie. Stimmt, ja. Nein, aber das sind so spleenige Ideen, wo ich sage, da würde ich gerne mal hin. Wie war das früher, als die Deutschen noch so hochgeistig und so intellektuell waren und so? Und wir haben Zeit gehabt. Da war das anders. Und heute hast du Fuck you, Goethe, weißt du? Also, da ist ja irgendwo ein Wandel passiert. Und ich würde gern wissen, was ist da passiert? Wie war das früher? War das früher auch nicht alles gut oder wie? Aber ja, da würde ich gern nochmal so ein bisschen eben auf so eine Alles, Reise gehen auf Dauer. wird wahrscheinlich auch da nicht gewesen sein. Du hast immer, ich glaube, in jeder Epoche auch Phasen gehabt, die waren gut und Phasen, die waren nicht gut. Und wahrscheinlich war auch nicht für jeden immer alles gut. Also das unterscheidet sich wahrscheinlich auch ziemlich regional dann auch, ne? Für den einen war das da gut und da war es nicht so gut. Und ich weiß halt auch nicht, wem es denn potenziell besser geht, dem, der nichts hat, uns nicht kennt, oder der, der es kennt und Angst hat, dass er es verlieren kann. Also es ist auch wieder so ein sehr philosophischer Ansatz, aber tun wir denn jedem Gefallen damit, wenn wir sagen, guck mal, kannst du haben, kriegst du aber nicht. Das würde ja bedeuten, die reichsten Leute wären die glücklichsten, sind sie aber nicht. Die sind es nicht. Die Lottogewinner sind ganz unglückliche Menschen im Schnitt. Also ich durfte und musste die eigene Erfahrung machen, je mehr Kohle du hast, desto mehr gibst du aus. Und desto höher werden die Wünsche vom Preis her. Also wenn du halt ein Einkommen hast von 1500 Euro im Monat, dann kaufst du vielleicht ein Dacia. Wenn du ein Einkommen hast von 200.000 Euro im Monat, dann kaufst du vielleicht ein Maserati oder Ich habe einen Dacia. Treffer. Wollte ich nur sagen dazu. Cool. Ich hatte ja, und das zu einer Zeit, obwohl ich mir eigentlich hätte wahrscheinlich jetzt drei BMW kaufen können. Hatte ich aber auch, gut, das war wirklich noch. Aber ich finde die gut, also ich finde die schön. Das soll ja keine Werbung sein an dieser Stelle. Nee, ich meine nur so von der Einkommenssituation einfach gemessen. Wenn du halt viel zur Verfügung hast, da steigen halt auch einfach die Preise mehr. Ja. Ne? Also, und wenn das nicht mehr reicht, wenn du kein Auto mehr kriegst, dann kriegst du halt einen Jet oder eine Yacht oder beides. Und von daher, das hört ja nicht auf. Wo soll es denn Aber auf? das Schönste, Glück ist nicht das gleiche wie Wohlstand, weißt du? Bitte? Sozusagen. Glück ist nicht das gleiche wie Wohlstand. Absolut nicht. Und man kann mit weniger auch sehr glücklich sein. Aber das zu erkennen ist ganz schön schwierig, weil wir eben auf diesen Materialismus, Gott, das klinge ich wie der letzte Konsumkritiker, aber man kann auch entdecken, dass manchmal man sich mit weniger wohler fühlt. Ja, das ist eine komische Argumentation, aber pass auf. Wenn du weniger hast, lernst du die wenigen Dinge mehr zu schätzen, Ist so. weil der Überfluss nicht da ist. Jetzt will ich aber nicht die Schlussfolgerung machen, seid bitte möglichst arm, bist du glücklicher. Das ist jetzt auch nicht, ne? So, dann redet man sich die Armut auch wieder schön. Aber ich habe dieses Jahr zum Beispiel, da ist bei mir, ich sag mal ja, so, da fällt weiter großteils aus. Ne? Ist halt so, meine Frau hat keinen Job und ja, ist so. Dann ist aber einfach mal der Fokus auch da, da ist die Familie. Und das Begreifen einer neuen Chance. Und das ist auch was Wunderschönes. Und ich werde es trotzdem genießen. Weißt du, Das was ich meine? ist ja auch das, wenn wir jetzt gerade beim Thema Weihnachten sind,
Erstens mal müssen wir gucken, wann ist es jetzt überhaupt, ne? Ist es das Orthodoxe oder ist es das nicht? Aber man davon abgesehen, um was geht es denn da eigentlich? Geht es darum, bei C&A irgendwie noch die 25. Tasche zu kaufen? Genau. Oder was weiß ich, ja? Oder geht es eigentlich um was ganz anderes? Ich bin da viel tiefschürfender unterwegs inzwischen. Gut, liegt auch daran, weil ich ein Webinar mache, aber ich bin da jetzt, ich gucke mir viel mehr, und das ist genau diese Entdeckungsreise, ich gucke mir jetzt viel mehr die alten kulturellen Wurzeln an davon. Und die haben mit unserem Konsumfest erstmal gar nichts zu tun. Und das ist so spannend zu gucken, wo kommt das eigentlich her? Das geht eigentlich so tief kulturell, ne? Da sind ganz andere Sachen wichtig. Und mir macht das wahnsinnig Spaß, eben nach solchen Sachen zu forschen und zu gucken, wo waren denn mal die Wurzeln? Wo sind denn die Dinge mal hergekommen und was kannst du daraus ziehen? Und unter die Oberfläche dieser Glitzerwelt von C&A zu gucken. Oder Amazon oder so, zum Beispiel. Ne? Das finde ich halt extrem spannend. Und dann kommst du aber eigentlich auch wieder so ein bisschen bei den Leuten an, die doch wieder spirituell sind. Ja, Und genau. ne? Sagt man, besinnliches Weihnachtsfest. Genau. Also erstens impliziert das Fest, also nicht locker. und besinnlich. Es geht um den Sinn. Sehe den Sinn. Der Sinn kann nicht sein, größer, schneller, härter. Ja. Ich habe es wieder von einer anderen Seite kennengelernt, wieder von der erotischen. Das ist so dieses Thema BDSM und Tantra. Da finde ich es immer ganz spannend, weil nicht gegenseitig aufheben müsste. Lebt davon, dass du quasi, das eine ist eine Abwärtsspirale, das heißt, du musst quasi immer mehr machen, für gleiche Empfindung zu erfahren. Das wäre BDSM. Und Tantra in die andere Richtung, ja, sondern du erfährst immer mehr, beziehungsweise machst immer weniger bei gleichbleibender Empfindung. Dass beides einbaust. Oh, wird spannend. Ich werde mit meiner Frau mal drüber reden, ja. Das ist also faszinierend. Ich habe es halt ausprobiert. Ich hatte die Gelegenheit dazu. Oh, ein bisschen runtergerutscht gerade. Ich hatte die Gelegenheit dazu, beides auszuprobieren halt auch. Und fand das sehr faszinierend, was da alles geht. Und das geht dann bis hin zu Reiki und so weiter. Also wo du gar nicht mehr dich berührst oder so, sondern nur die Energie des anderen noch spürst. Und das ist unglaublich interessant, ja. Auch mal zu sehen, dass es eben nicht immer nur das, immer nur mehr, 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 weil das ist ja, so sind wir ja irgendwie auch geprägt, ja. Und ich muss sagen, ich meine, ich habe dir vorhin das Bild geschickt, ich bin auch weit weg von Sparsamkeit, muss ich gestehen, ja. Ich bin auch so ein Konsumopfer. Ich habe gerne schöne Dinge, aber ich weiß halt auch, dass ich ohne diese Dinge gut klarkommen würde. Aber wie du sagst, und das ist mir durchaus bewusst, je mehr man hat, desto weniger lernt man das Einzelne zu schätzen, dass sowas so ist. Ich hatte es auch gerade erst gelernt, irgendwie, aber wie soll ich sagen? Ich habe im Prinzip für diese Auswanderung, ich habe mein Leben abgewrackt, in Anführungsstrichen. Also, ich sag mal, 90% der Möbel weg. Aber es hat nicht so wehgetan, wie ich dachte. Irgendwie. Aber stell dir mal, also ich kann immer nur sagen, ja, für mich war es einfach, in Anführungsstrichen, das zu tun. Ich habe kein Haus gehabt, von dem ich mich hätte trennen müssen. Okay, andererseits hätte man sagen können, wenn ich ein Haus habe, kann ich es verkaufen, habe genug Geld für Neues. Gut, schlechte Argumentation, so schlecht wäre es doch nicht gewesen vielleicht. Aber ich hatte weniger, was mich gehalten hat, und damit auch weniger Hemmung, sozusagen. Deshalb, ja, gefühlt war der Schritt jetzt nicht so riesig, in Anführungsstrichen, und hat nicht so viel Mut erfordert. Ich glaube, die Leute, die ein Haus hatten und die, da sind wir wieder, wenn du das Gefühl hast, viel zu verlieren zu haben, ist es viel schwerer für dich. Ne? Ich hatte kein Haus, ich hatte kein Haus, ich hatte keine Yacht. War einfacher. Wir haben es ja Aber schon. da sind wir wieder. Wir hängen so sehr an den materiellen Dingen, dass sie uns bremsen Wir haben es manchmal. letztens im Haus zwangsenteignet. Okay. Okay. Weiß nicht, was du da redest. Aber das Ja. ist auch eine Situation, die habe ich kommen sehen. Und ich würde jetzt nicht sagen herbeigeführt, aber durch das, was ich tue, oder besser gesagt nicht tue, durchaus auch provoziert habe. Okay. Also Aber ich. das, ja. Und das, wie du sagst, also es war nicht schön, es war ziemlich grausam.
Aber da ging es gar nicht um Haus oder um die Sachen im Haus, sondern da ging es um dieses ganze Abwickeln. Das war halt so, also ich zitiere mal kurz meine Nachbarin, die über 80, glaube ich, ist, die sagte, das war unmenschlich. Und ich glaube tatsächlich, dass sie mit einer solchen Lebenserfahrung so ein Wort nicht häufig gebraucht. Ja. Und das hat sie gesagt. Und sie war noch nicht mal in meiner Situation oder in unserer Situation. Aber damit möchte ich jetzt auch gar keine Betroffenheit auslösen, sondern das war halt so, ich habe mich entschlossen, einen Weg zu gehen, von dem ich überzeugt bin, dass es der richtige ist für mich. Und das hat halt semi-gut funktioniert. Wobei ich nicht sagen würde, dass es nicht funktioniert hat. Ich habe ja damit gerechnet, ja, sozusagen. Aber das macht halt die Situation insgesamt nicht wirklich schöner, sag ich mal. Aber das sind eben so Erfahrungen, die muss man vielleicht auch mal machen. Vielleicht auch nicht. Der eine, dem bleibt es erspart, der andere, der hat es halt. Und wer weiß, was das für mich wieder mit sich bringt und ich in 2 Jahren vielleicht darüber sagen kann. Und ich sitze ja noch hier. Ja. Also von daher kann es nicht so schlimm gewesen sein. Bin noch da. Es Also. geht immer irgendwie auch weiter, ne? In Anführungsstrichen. Ich Aber habe da halt gemerkt, wie sehr du dran hängst oder wie andere Menschen dran hängen am Materiellen. Also ich kann es dir mal sagen, mein Vater hat gesagt, diesen Schrank retten, weil du kannst das nicht machen. Ich habe gesagt, doch, es macht ökonomisch keinen Sinn, weg. Und mein Vater hat viel mehr dran gehangen, aber der ist auch älter als ich. Die Leute haben ihr Leben lang gespart, damit sie was haben. ich muss, Das war immer deren Sinn, weißt du? ja, ich Weil die musste, so aufgewachsen sind. musste wahrscheinlich das Ganze nicht erst auf die Art lernen, sondern ich habe ja gesagt, vorhin mein Vater hat sich das Leben genommen und aus rein kalkulatorischer Sicht kann ich ausrechnen, warum. So. Und da ging es genau um dieses Thema Materialismus. Und inwiefern er sich dann daran knüpft. Zitat aus dem Abschiedsbrief war, ich wollte lieber ein schönes, kurzes als ein langes, normales Leben führen. Zitat Ende. Das hat er hinterlassen. Stand noch ein bisschen mehr drin, aber ich erspare uns das jetzt. Ja. Aber das ist so, das liest er halt mal mit 25. Das ist eine harte Nummer. Aber das Begreifen, dass wir vielleicht mehr sind als nur das Materielle und eben, dass da noch mehr ist als die platte Welt, die wir sehen, ist vielleicht was. Wobei ich jetzt persönlich so bin, ich habe keine Ahnung, ob es noch was danach gibt. Tatsächlich ist es mir relativ egal. Also ich weiß, ganz viele Leute machen sich total Gedanken drum und das sind total richtig und so. Aber ich sehe das so, wenn da nichts nachkommt, bin ich halt weg. Da habe ich auch keine Probleme mehr. Okay. Wenn danach was kommt, gut, geht's halt weiter. Schön. Im Bestfall wirst du wahnsinnig, aber eine Antwort abschließend findest du eh nicht, bevor das erledigt. Aber für mich ist es tatsächlich, ich strebe nicht danach, es zu ergründen, zu wissen, oder es ist mir auch nicht wichtig. Da bin ich irgendwie entspannt. Andere Leute suchen danach und ihr Leben lang. Und denen ist es total wichtig, ne? Aber was ich nur damit sagen will, vielleicht ist es halt so, dass wir einfach mehr als das Materielle sind und dass wir auch spirituelle Wesen sind oder vielleicht mit irgendwas verknüpft auch sogar und dass man uns da schon abgekoppelt hat, ziemlich, vielleicht sogar aus böswilligen Gründen, um uns leichter steuern zu können. Vielleicht. Ne? Geht natürlich hart in die Verschwörungsecke rein, aber mein Gott. Ist ja, nur, Wozu habe ich meinen Kanal? ist ja auch nur eine Mutmaßung. Also es ist ja auch keine Unterstellung jetzt in irgendeiner Form. Und wir wollen da jetzt auch nicht der und der schuld und bla, weil schuld sind wir letztlich immer alle mitverantwortlich. Ne? So ist es halt. Am Ende des Tages sind wir diejenigen, die den Schraubenzieher nach links oder nach rechts bewegen. Und da ist es egal, was uns der Nächste oben drüber erzählt. Punkt. Tja. Das heißt, egal, was dir jemand sagt, du bist immer derjenige, der entscheidet, tust du es oder tust du es nicht. Richtig. Und das sind die Konsequenzen, mit denen wir immer leben müssen. Und du kommst auch nie ganz, also du kommst aus der Mühle niemals raus, sofern du in menschlichen Gesellschaften bist. Da gibt es so viele Leute, die sagen, ja, du kannst den und den nicht unterstützen und bei der und der Firma nicht. Ich sage, Alter, sobald ich irgendwas zu essen kaufe, zahle ich Steuern. Ich komme nicht raus aus der Nummer. Dann müsste ich irgendwo in der Hütte im Wald leben, selbst das geht nicht, und müsste alles selber anbauen. Du kommst aus der Nummer. Du kannst, klar, du kannst einzeln boykottieren, aber du bist immer noch im System. Du kommst nicht raus. Du zahlst immer dafür. Es sei denn, du kommst dich vom System komplett ab und das will das System auch gar nicht. Es ist auch nicht machbar. Also das ist so, es gibt viele Leute, die verkaufen dir dann irgendwelche Kurse dann darüber und so weiter und so fort, wie du das mit kommerzrechtlichen Dingen machen kannst und so. Das ist alles ganz toll und das ist von der Theorie auch gut, aber im Endeffekt
bringt es dir gar nichts, sondern die führen dich alle irgendwann dazu. Ja, die machen es ja trotzdem. Die halten sich ja nicht dann an die geltenden Verträge. Das heißt, unterm Strich bleibt dir nichts anderes übrig, als den auf das Schienbein zu treten. Und wenn du das nicht tust, brauchst du den Kurs gar nicht erst anfangen. Tja. Jetzt haben sich ein paar Leute ein paar tausend Euro gespart. Weißt du, das ist am Ende des Tages ist es nichts anderes. Also wenn du nicht der Aggressor sein möchtest, den du selbst vielleicht verachtest, dann bist du das Opfer. Entweder oder. Entscheide dich für eine Seite. Ja. So ist es halt. Gefressen oder gefressen werden. Das ist jetzt nur mal, sind jetzt die beiden Extreme mal extrem ausgelotet in dem Moment. Aber das ist das, worum es geht. Kämpfen oder nicht kämpfen. Genau. Es wäre halt schön, wenn wir irgendwann diesen Punkt überschritten hätten, ja, wo wir das nicht mehr müssten. Wir nennen das dann immer gerne biblisch betrachtet Paradies oder so. Ne? So. Ich bin skeptisch. Der Mensch hat sich in den letzten tausenden Jahren vielleicht technisch entwickelt, aber nicht in seiner Mentalität. Ich weiß noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Vielleicht sind wir einfach so. Wer sagt denn, dass wir hier im Paradies sind? Er erschuf Himmel und Erde. Von Hölle stand da nicht. Ja, Paradies würde ich mir noch ein bisschen entspannter vorstellen. Meine persönliche Meinung, ich glaube, da sind wir noch nicht. Aber nochmal, da stand... Aber ziemlich langweilig, oder? Da stand Himmel und Erde, oben und unten. Ja, ja. Wir sind nach unserer Wahrnehmung über uns. Dann sind wir unten. Das stimmt. Es gibt Leute, die das spirituell sehr ernst nehmen, das Thema übrigens, ne? Musst du vielleicht auch in diese Dualität, damit du eben anfangen kannst zu unterscheiden, zu bewerten und zu beurteilen. Das ist ja genau das. Das ist ja ein Urteil. Und du fällst dir ein Urteil, indem du sagst, ich finde das gut oder ich finde das schlecht. Das ist ja deine Bewertung. Wenn ich jetzt ein Glas gegen die Wand werfe, ist es nicht gut und es ist nicht schlecht. Es ist gegen die Wand geworfen und es geht kaputt. Aber ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Ich möchte dazu gerne ein schönes Zitat bringen, was gut dazu passt. Ich liebe das Zitat. Ich weiß, es gab Leute, die mir schon mal harte Kritik gebracht haben gegen das Ding und ich habe gedacht, oh, aber glücklicherweise habe ich die Argumentation vergessen. Deshalb kann ich es auch nochmal sagen. Kein Ding ist von Natur aus gut oder böse, nur unser Denken macht es dazu, hat Goethe, glaube ich, gesagt. Ja. Kann man sehr darüber diskutieren, finde ich aber prinzipiell ganz cool. Unsere Bewertung ist es eben, ne? Ja, aber dafür sind wir vielleicht auch da, dass wir es unterscheiden lernen. Dass wir eben ganz klar sagen können, gut, böse. Das ist vielleicht ein Part unserer Reise, ne? Lernen. Vielleicht. Vielleicht ist unsere Situation danach, das ist jetzt halt Philosophie, ne? Aber vielleicht ist ja unsere Situation danach eine, in der wir das wissen müssen. Denk an, ich glaube, die Inter, die werden doch immer wieder geboren. War das nicht so? Bei denen ist das ja Usus, dass du, ne, dein Leben durchgehst und wenn du besser wirst, wird es besser und wenn nicht, dann halt nicht, ne? In einem längeren Kontext, wenn es einen gibt, macht das durchaus Sinn. Das würde zum Beispiel auch, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, zu dem Thema der Freimaurerei auch eingliedern. Da habe ich tatsächlich wenig Wissen drüber, muss ich gestehen. Wenn es um die verschiedenen Grade geht, sie strebt ja danach, dass man besser wird. Also als Mensch. Mensch. Was ja im Grunde genommen keine schlechte Idee ist, dass man nach Besserem strebt. Die Frage ist dann, ob es dann irgendwann irgendwo erwartet und so weiter und ob die dann dahinter stecken oder ob sie sich nicht mehr untereinander einig sind oder was auch immer, aber das würde ich dahingestellt. Ja. Mhm. Ich halte es ja grundsätzlich für keine schlechte Idee zu sagen, ich wäre gerne morgen schlauer als heute. Ja, und das ist übrigens das, was das Do bezeichnet, ne, in den ganzen japanischen Kampfkünsten. Der Weg, das ist nämlich der Weg der Charakterschulung. Du willst eigentlich charakterlich besser werden auf Dauer. Aber du wirst nie zum Ziel kommen. Deshalb ist der Weg das Ziel. Genau, das wäre so. Ja? Das ist das Do oder Dao manchmal auch im Chinesischen. Passt ganz gut dazu. Nur eine andere Variante, nicht freimaurermäßig, aber halt so. Ich habe mich so tief damit auch nicht beschäftigt, muss ich gestehen. Aber das ist so wohl das, worum es geht, ist dieses besser als Mensch zu werden. So. Wobei, was dann dabei rauskommt, ist dann die andere Sache. Ne? Das ist so. Besser als Mensch klingt schon wieder nach Gottkomplex. Das Wort habe ich gelernt von dir, genau wie Abgrund. Kannst ja tatsächlich auch beinhalten. Ne? Also besser wären, aufsteigen, Turm zu Babel, wäre ja genau sowas. Wir bauen einen Turm und dann kraxeln wir da hoch. Und dann sagt er, wir sagen, die Götter lassen uns ihre Sprache verwirren. Damit sie uns, sonst sind sie uns gleich. Jetzt stell dir mal vor, jetzt also nur mal rein philosophisch, stell dir mal vor, wir wären wirklich
in einer Situation, in der wir allmächtig wären. Da bin ich aber froh, dass wir es nicht können. Ich mache noch was ganz anderes. Stell dir mal vor, da oben würde es Leute geben, die halten sich für ziemlich allmächtig. Und genau aus der Perspektive sagen die da unten, die dürfen nicht zu uns hochkommen, weil sonst wären die uns ja gleich. Ja, ja. Du weißt, was ich meine. Ja, klar, aber jetzt. Klaus Schwab und so? Ja, oder die Leute da drüber? Weiß ich. Nicht sehen. Stell dir mal vor, ich würde mit dem Finger so machen und irgendwo bricht ein Haus zusammen. Das ist aber gut, dass ich das nicht weiß, beziehungsweise dass das nicht passiert, weißt du, so. Also, vielleicht können wir das ja sogar. Das ist ja dieses, was du vorhin gesagt hast, von wegen, wir können uns ja durchaus auch beeinflussen. Ne? Geist formt Materie und so weiter, gibt es ja auch viele spirituelle Ansätze dazu. Aber ich habe immer jetzt nur mal reingesetzt, ja, es könnte gehen. Dann sollten wir aber auch lernen, damit umzugehen. Große Macht bringt große Verantwortung, heißt es doch so schön. Rechtsanwalt kommt da, sorry, tut mir leid, ich habe gerade ein paar ausgerottet, ja. Das erinnert mich gerade an so eine miese Werbung, wo du das gerade mit dem Finger machst. Muss ich ganz kurz zum Besten geben. Nutze ich immer gerne die Werbung in meiner Werbungsvorlesung. Es gibt eine Werbung aus Amerika. Da siehst du irgendwie so einen Typen, der echt gemobbt wird von seinen Kollegen. Ne? Die lachen über ihn, dann sitzt er an seinem Tisch und er hat irgendwie so das Müsli oder Cornflakes-Packung so. Und dann sitzt er da und sie lachen ihn da hinten und er immer. Dann macht er die Finger so, dass er zwischen den Fingern den Kopf von ihm hat, also dem entfernten Typen. Und dann sagt er immer, oh, I'll crush you, ne? So stellt sich so vor, ich mach dich platt, du mieser Mobber und so, ne? Dann macht er so zweimal und beim dritten Mal macht es. Und dem Typ explodiert so der Kopf und Blut spritzt überall und alle fangen an zu schreien, er fällt so zu Boden und er sitzt da so. Und dann kommt irgendwie ja bla 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 Cornflakes, die machen dich stärker als du denkst. Ich schiebe gerade ein bei der Fingergeschichte. Ja. Makaberes Ding. Absolut, aber das ist, was ist, wenn da halt was dran ist, ne? Was ist, wenn manche Leute viel mehr Möglichkeiten hätten, als wir ahnen? Und jetzt gehen wir mal noch, ich meine, ich weiß nicht, wann wir noch zu dem Thema Big Bang kommen. Big Bang Theory oder, nee, was war das? Two and a Half Men, ne? Hast du gesagt, nicht Big Two Bang. Two and a Half Men, ja. Ich glaube, mit Two and a Half, die Niveaulosigkeit haben wir jetzt abgeschaltet, tut mir leid, das müssen wir auf nächstes Mal verschieben. Kriegen wir halt nicht mehr hin. So auch diese Situation, wie wir mit unseren Kindern beispielsweise umgehen, ne? Dieses, da ist ein Monster unterm Bett. Ach Quatsch, ist kein Monster. Was ist, wenn da doch eins ist? Und wir können es nur nicht mehr sehen. Als Kinder haben wir es vielleicht auch gesehen. Also weil du gerade sagst, ne, es gibt Menschen, die können das vielleicht oder die sehen da Dinge und so weiter. Also das sind auch so Fragen, die ich mir immer mal wieder stelle. Ich meine, ich kann sie nicht sehen. Muss ich sagen. Das hatte ich gerade bei meiner Tochter und ich konnte nicht anders als einen dummen, schlauen Spruch zu kloppen. Er hat dann gesagt, ja, ich fühle mich beobachtet und so. Und dann habe ich gesagt, so im Dunkeln, so, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist nur, weil du denkst, du bist im Schatten, bist du das Opfer, werde der Jäger. Meine Tochter so, Ja, dir nie, ne? Aber ich nehme das dann ernst tatsächlich und dann sage ich, weißt du, dann versuche ich drüber zu reden. Ich nehme das dann tatsächlich ernst, weil, dazu muss ich weiter ausholen, es gibt immer durchaus Leute, und das kommt in meiner Familie vor, die vielleicht etwas sensitiver sind. Und ich nehme sowas tatsächlich ernst und tue das nicht unbedingt als Blödsinn ab, sondern dann spreche ich mit ihr drüber und so weiter und mache sie dann stark, wenn ich kann. Und dann ist das auch gut. Und dann ist das auch in Ordnung. Ne? Ja, ist eine andere Herangehensweise tatsächlich. Ich habe, war übrigens schon das zweite Haus, das ich losgeworden bin. Also ich habe es irgendwie damit. Wie viel hast du noch? Das ist die Frage. Zu indiskret, oder? Erwähnen wir hier mal vorsichtshalber nicht. Auf jeden Fall das erste Haus, das war das Elternhaus quasi, das haben die gebaut und wie mein Vater gestorben ist, ist es da halt weg gewesen. Ne? Okay. Jetzt gab es da, wenn du reingekommen bist, geradeaus war das Wohnzimmer und da war so, das war immer dunkel, weil links direkt die Küche war und da kannst du sitzen und das war so der Raum, ne? Der Hauptraum, sag ich mal, des Hauses, da wo man sich aufgehalten hat. Und wir hatten Bewegungsmelder, war so ein relativ langer Gang, rechts ging die Treppe hoch und da gab es einen Bewegungsmelder.
Und ich bin ja ab und an nachts irgendwie noch runter in die Küche, mir was zu essen gemacht und sowas. Und da hast du in der Küche gegessen. Und beim Rausgehen aus der Küche musste ich ja diesen langen Gang. Am Ende diese Glastür, ja, dahinter das Wohnzimmer dunkel. Und in dem Moment, wo ich aus der Küche raus bin, machte das Klack beim Bewegungsmelder. Und dann habe ich so 21, 22, dann habe ich die Augen aufgemacht. Also ich bin immer blind in diesen Gang reingelaufen, weil ich nicht in die dunkle Glasscheibe schauen konnte. So. Okay. Das habe ich dann, wie ich dann da ausgezogen bin, Jahre später, habe ich das Freunden erzählt, die unter anderem auch öfter zu Gast waren. Die haben mir genau Ähnliches erzählt, dass sie da reingeschaut haben, ganz mulmiges Gefühl hatten. Und dann habe ich mich irgendwann mal daran erinnert, und zwar bevor wir haben das Haus dahin gebaut, und bevor wir dieses Haus dahin gebaut hatten, lang vorher, war dort eine riesige Wasserpfütze. Also wirklich schon so wie so ein Schwimmteich oder noch größer, fast schon wie ein kleiner See. Ja? Weil das war Lehmboden dort und da hat sich das ganze Wasser dann gestaut. Ne? Und wie gesagt, diese Kumpels haben mir berichtet davon, dass die das ähnlich erfahren haben. Also die sind irgendwie so ein ganz unwohles Gefühl hatten, wenn die da haben. So weit zu halten oder so. Vielleicht ist das ja irgendwie ein Tier da irgendwie gestorben oder da ertrunken und so weiter und ist dann rumgegeistert und ich habe da irgendwas Man wahrgenommen. weiß es nicht, wobei ich halte das alles für möglich, weiß ich, wobei ich auch sagen muss, dass Spiegelflächen natürlich gruselig wirken. Ne? Wenn du dich gruselst irgendwo, nimm Spiegel ab, es hilft. Ne? Also es kann viele, sag ich mal, Sachen dafür geben, das glaube ich bei meiner Tochter, das könnte auch einfach Einbildung sein oder sonst was. Aber es schadet ja nicht, mein Kind stark zu machen und wenn es sowas gäbe, dass sie damit klarkommt, vielleicht besser als zu sagen, gibt es sowieso nicht. Dann lieber sagen, was wäre, wenn, dann vertraue doch auf deine Stärke und im Zweifelsfall schläfst du mal nach bei uns, ist doch in Ordnung. Und ja, heute gruselt sich meine Tochter nicht mehr, weil sie es positiviert hat, das Ganze. Um Ja. es in sehr kurzer Knappheit zu machen. Ich muss dir sagen, dass ich ins Bett muss. Und wir könnten noch 10 Stunden weiter quatschen, aber ich fürchte auch, dass irgendwann meine Festplatte voll ist. Deshalb würde ich gerne einen guten Abschluss finden und wir können das ja gerne mal an anderer Stelle wiederholen. Wir haben genug Themen, da bin ich mir sicher. Für mich war es sehr erhellend. Ich bin gespannt, was die Zuschauer dazu sagen. Ich glaube, sowieso Ich glaube, Schnitt in ein Two and paar a Stunden. Half Men haben wir nicht mehr geschafft heute. Können wir nächstes Mal versuchen. Ja, auf jeden Fall genug Futter zum Nachdenken hatten wir, glaube ich, auch ich hatte genug Futter zum Nachdenken. Ja. Ich finde es spannend, weil wir auch mal ein bisschen aus betroffenen Sicht die Gendersache uns angeschaut haben, nicht in dieser völlig übersteigerten, ideologisierten Form. Deshalb, ich hoffe, die Leute da draußen nehmen auch mal ein bisschen was mit und haben nochmal Sinn für was anderes. Ich danke dir ganz herzlich. Ich fand es super spannend, habe wieder viele Anregungen bekommen, auch wieder gemerkt, dass ich über viele Sachen nicht so viel weiß, vielleicht wie du an anderer Stelle. Deshalb würde ich jetzt gern dir die Schlussworte geben. Was möchtest du denn den Zuschauern zum Schluss mitgeben? Versucht euch mal ein bisschen in die Situation eures Gegenübers zu versetzen und versucht nicht immer überkorrekt zu sein. Ihr dürft auch Fehler machen. Das Leben besteht nicht nur aus, ihr müsst richtig machen. Man darf auch mal was falsch machen und man darf das auch durchaus bereuen. Und abschließend dazu vielleicht noch ein klein bisschen Werbung, eine eigene Sache. Ja, das wäre auch die nächste Frage gewesen. Mach ruhig. Wenn ich gebe dir nachher noch einen Link zu einem Kanal in Telegram, der nennt sich Gender Buster. Das hört sich jetzt erstmal schlimm an, ja, aber irgendwie musst du das Kind ja quasi nennen. Und da geht es quasi um diese ganze Gender-Thematik, gerade für Betroffene, beziehungsweise auch für Angehörige von Betroffenen und so weiter. Das ist ja oft eine schwierige Situation. Da könnt ihr gerne reinschauen, da teile ich immer mal wieder was und über den Kanal bin ich dann quasi auch direkt zu erreichen, beziehungsweise ich gebe dir dann auch nochmal einen Link, dann kann man mir direkt schreiben, weil ich habe aus dem letzten Video eben auch gemerkt, dass das dem einen oder anderen, glaube ich, ganz gut geholfen hat, ja, mal eine andere Sicht der Dinge zu kriegen. Ich packe alles schön unten in die Textbox, da findet das und dann finden alle den Weg zu dir. Ja, vielen Dank für die schönen Abschlussworte. Mich hat es ganz toll gefreut. Ich hoffe, es hat dir in meinem Wohnzimmer gefallen. Jawohl. Können wir gerne mal wieder machen. Ich glaube, ich mache 2 oder 3 Teile draus, weiß ich noch nicht. Muss man mal gucken, wann ich das rausbringe. Und ich kann es dann auch gerne natürlich zuschicken. Ja, ansonsten würde ich sagen, an die Bildschirme da draußen.
Macht gut. Vielleicht denkt ihr ein bisschen drüber nach. Vielleicht bringt euch das weiter. Wer weiß, wer nicht. Und ihr euch unterhalten gefühlt habt, ist auch okay. Ja, ansonsten macht's gut. Und ich mach das Licht aus jetzt hier. Tschüss. Ciao.